Hallo und herzlich willkommen zu unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Die Kakerlakenparty besteht aus einzelnen Telefonschnipseln aus der vergangenen Woche. Das heißt, ihr hört ihr heute nichts Neues, sondern einfach nur die ganzen Telefonate nochmal ohne mein Blabla. Für die Leute, die sich das eben in den Kommentaren gewünscht haben. Ich hoffe, euch gefällt dieses Format. Wenn ja, dann zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn nicht, dann natürlich auch nach unten. Abonniere gerne meinen Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen willst. Dann wirst du immer informiert, wenn es was Neues gibt. Und nun viel Spaß mit unserem Hörspiel. Hallo, einen wunderschönen guten Tag, der Herr Steiner, ja? Ich grüße Sie, Herr Steiner. Albert Schmidt, Name, melde mich von der Frankfurter Börse Ecuador. Können Sie bitte mich auf Lautsprecher ausmachen? Ich kann nicht nur meine Stimme drücken. Ich höre mich sonst, oder ich höre Sie sonst nicht gut. Okay. Herr Steiner, wir haben gesehen, dass Sie sich hier bei unserer Plattform sich angemeldet haben. stein.gerold@mdccfun.de. Ist die aktuell? Genau. Okay, Herr Steiner, haben Sie Erfahrung in dem Gebiet oder wäre das für Sie was ganz Neues? Nee, ist ganz neu. Ist ganz neu. Hallo? Was denn nun? Hallo. Hallo. Ist da noch jemand? Also wenn Sie nicht mit mir sprechen, dann ist es langweilig. Wozu haben Sie denn angerufen, wenn Sie nicht mit mir sprechen? Tja. Hallo. Hallo. Hallo? Da war jetzt ein Geräusch. Hallo? Tja. Und warum sprechen Sie nicht mit mir? Ich habe Ihnen doch gar nichts getan. Hallo? Sind Sie auch einer von den Betrügern? Tja. Na, ich glaube, Sie sind nur ein Betrüger. Oder doch ein Abzocker? Ich esse jetzt ein Gummibärchen. Hallo? Wollen Sie auch ein Gummibärchen? Ich leg nicht auf. Macht man nicht. Hallo. Tja. Also wenn Sie mit mir nicht sprechen, dann können Sie mir keine 250 Euro abzocken. You have been kicked from this conference. Entschuldigung, die Leitung war weg. Ach so. Ja. Wo waren wir? Also die E-Mail war aktuell und Erfahrungen in dem Gebiet haben Sie nicht viel, oder? Mit was für einer Summe möchten Sie das Konto aktivieren, Herr Steiner? Ah, ich höre meine Stimme nicht. Weiß ich nicht, wie viel soll ich denn machen? Minimalsumme, also liegt bei 250 Euro und das hängt dann von Ihnen ab, wie hoch Sie gehen möchten. Geht nicht viele, also 80% von Kunden starten mit der Minimalsumme. Geht da auch nicht erstmal weniger? Weniger als 250 geht's nicht, nee. Okay, naja. Und auf welche Seite? Weil die habe ich jetzt nicht gehört. Ja, wir arbeiten mit eToro zusammen. Ja, und wie komme ich da drauf auf die Seite? Ja, Sie können sich einfach einloggen, aber da Ihr Konto noch nicht verifiziert ist, können Sie das nicht. Also das heißt, Sie haben ja nicht die Zugangsdaten. Ach so. Schicken Sie mir die denn zu oder wie funktioniert das? Genau, also meine Aufgabe als Ihr Account Manager Steiner ist, das Konto zu aktivieren. Das heißt, aber das muss mit der Minimalsumme stattfinden. Ja. Die wird eingefroren für Sie Monate, heißt, wenn Sie dann, sag ich mal, nicht zufrieden mit dem Konto sind, Sie möchten eine Auslösung machen können, also die 250 Euro werden die nie weggehen, sag ich mal so. Okay. Also Ihre E-Mail ist aktuell, ja? Ja. Und wie hätten Sie die Zahlung getätigt, Herr Steiner, mit der Kreditkarte oder Onlinebank? Ja, was finden Sie denn da besser? Weil ich habe alles. Okay.
Die Kreditkarte wäre für uns praktischer und schneller. Da landet es auch direkt in der Seite. Ja, dann nehmen wir die. Okay. Können Sie bitte mal kurz Ihre E-Mail-Adresse überprüfen, ob Sie eine E-Mail von meiner Seite erhalten? Ja. An welches E-Mail-Konto haben Sie denn geschickt? Also stein.gerol@mdcc, also wie Cäsar, fun.de. Ja, genau. Okay, so, ist richtig? Ja, die ist richtig, ja. Die ist richtig, okay. So, dann gucke ich mal. Und von wem habe ich... Ich habe es noch nicht geschickt. Ach so. Ja, weil das Problem ist bei meinem E-Mail-Postfach, das kann schon so 10 Minütchen dauern, bis da die E-Mail dann ankommt. Okay, sind Sie momentan beruflich unterwegs, ja? Nee, das nicht, aber das Postfach ist sehr langsam, weil hier kommen so viele E-Mails rein. So. Ja, wir haben eine Meldung weitergeleitet. Herr Steiner, kann sein, dass Sie vielleicht zurzeit viele Anrufe erhalten haben. Jedoch haben wir eine Meldung weitergeleitet, dass Sie das nicht mehr tun. Das heißt, dass die Zugangsdaten bei Ihnen nicht mehr generiert werden. In dem Fall werden Sie jetzt nur mit der Börse direkt arbeiten und auch mit unserer Firma. Super. So, ich halte die E-Mail kurz, nur damit ich einen Test machen kann, ob die ankommt. Ja. Also Albert Schmidt sollte albert.schmidt@ecotoro.com. Also von da kommt die denn? Ja, genau. Schauen Sie, ob Sie da ankommen, weil ich muss Ihnen auf jeden Fall zeigen, wie das geht. Ja. Und Sie rufen direkt von eToro an? Ja. Ah. Herr Steiner, wir sind angemeldet direkt von der Börse. Ja, das ist natürlich... Nur seit diesem Jahr haben wir ca. 600.000 Kunden erhalten auf unsere Plattform. Weil die Börse, wissen Sie ja bestimmt, hat über 70 Plattformen, also lizenzierte Plattformen, die bedient werden direkt von der Frankfurter Börse. Okay. Ja gut, aber ist noch nichts da bis jetzt. Aber ich kann mal aktualisieren. Ja, machen Sie das bitte. Bei uns funktioniert ja der Automatic Trading System. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Das heißt, wo der Kunde selber die Arbeit nicht machen muss in dem Falle, sondern es läuft komplett automatisch. Das heißt, die einzige Aufgabe wäre einfach im Konto sich reinzuloggen, um zu überprüfen, was Sie aktuell erwirtschaften und ob Sie eine Auszahlung tätigen oder nicht. Bei eToro dann? Ja. Genau, wir haben ja mehrere Abteilungen hier, Herr Steiner. Genau. Aber die E-Mail, die haben Sie schon rausgesendet jetzt, ne? Ja, hier steht, dass es angekommen ist. Nö, hier ist noch nichts zu sehen im Moment. Okay, könnten Sie sich dann bitte im Google reinloggen? Ich kann Ihnen das dann direkt auch von da zeigen. Ist vielleicht leichter. Bei Google? Ja. Okay. Schreiben Sie im Google www. So, sobald Sie soweit sind. Ja, Punkt. Ja, I wie Ida, Q wie Quelle. Also IQ, ja? Ja, IQ, ja. I wie Ida, Q wie Quelle. Und dann? Toro. T-O-R-O. Ja. Und dann kommt .com. Ja. Sagen Sie mir, ob Sie sich direkt reinloggen können. Oder ob Sie direkt zu der Plattform landen, Entschuldigung. Und das ist jetzt hier die eToro-Webseite? 100%. Das ist eine Abteilung von eToro. Mit automatischem Trading, weil bei eToro, wenn Sie sich als manuell anmelden, heißt, müssen Sie dann selber die Trades machen. Ja. Genau. Das ist der neue Software-System, wo der Kunde mit dem Roboter automatisch traden kann. Sehen Sie da auf der rechten Seite irgendwo Login oder Sign-up? Es kommt darauf an, ob Sie es auf Deutsch oder Englisch haben. Login steht da, ja. Klicken Sie bitte auf Login. Ja. Und steht denn da jetzt zwei leere Felder, wo Sie einmal die E-Mail-Adresse eingeben können und dann den Passwort? Ja. Geben Sie als allererstes die E-Mail ein, also die hier auf bei mir steht, stein.herol. Ja. Und als Passwort haben Sie momentan was ganz Leichtes, damit wir das Konto verifizieren. Das können Sie dann nochmal umändern, und zwar, der Passwort lautet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bitte bestätigen Sie mir, ob Sie drin sind. Ja, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Ah, jetzt also E-Mail-Adresse? Jetzt ah, ja, okay. Das, ja. So, jetzt habe ich hier so eine hübsche Seite in weiß und da sind so, Grafik. Ein Strich so. 100%. Und auf der rechten Seite ganz oben sehen Sie irgendwo Deposit im Loch? In was für einem Loch? Also auf der rechten Seite ganz oben, da bei Ihrem Namen, sehen Sie da irgendwo ein Feld im Blau, wo Deposit draufsteht? Und da ist eine blaue Klingel. Nee, unter der blauen Klingel. Achso, da steht Einzahlung. Oder auf Deutsch jetzt, weil die Seite ist auf Deutsch umgewandelt. So, okay. Klicken Sie dann auf Einzahlung. Und nun? Und was sehen Sie jetzt, Herr Irre?
Jetzt ist hier so ein weißes Feld, wo drin steht von Funds einzahlen und dann Chose Payment Method. Ja. Und dann steht Continue im Blau, oder? Bei Visa da. Mhm. Klicken Sie auf Continue, bitte. Mhm. Und dann kommt Deposit wieder, ja? Ja. Klicken Sie auf Deposit. Jetzt bin ich auf einer ganz anderen Seite. Genau, wo Sie die wählen können, ne? Also 250, 300, 350, 500. Sehr schön. Also Sie möchten ja mit dem Minimalsumme als Staatskapital anfangen, also 250? Ja. Ja. Und, sehen Sie jetzt eine andere Seite? Jetzt ist eine gelbe Seite, ja. Perfekt. Scrollen Sie da ganz unten? Nach ganz unten? Ja, bitte. Ach, hier also ganz das ist unten. Jetzt eine lange Seite, oder? Ja, die ist ganz schön dolle lang. Jetzt okay, und unten. Was steht da? Und ganz unten ist Payment... Payment Details. Ja. Steht da irgendwo Full Name und Card? Können Sie da sehen? Und sowas steht da, ja. Okay, also das heißt, geben Sie den Namen so, wie es auf der Kreditkarte einsteht. Ach so, ja, warten Sie, da muss ich die mal kurz raussuchen. Ja, kein Problem. So, dann suche ich mal meine Kreditkarte. Wenn ich fragen dürfte, Herr Steiner, haben Sie eine Visa oder Mastercard? Weiß ich gar nicht. Das ist nur eine Kreditkarte. Okay. Ich weiß nur, dass... Schauen Sie, ob da Visa oder Master steht. Ja, ich muss mal suchen. Da steht es ja drauf auf der Karte. Genau so ist. So, dann habe ich jetzt hier meinen Portemonnaie. Und... Da muss ich mal gucken, weil ich habe hier so viele Karten drin, welche da die richtige Karte ist. So. Okay. Nee, das ist meine normale Bank. So. Ah ja, genau. Hier, da steht Visa drauf. Okay, super. Die können Sie auch nehmen. Okay, und wie war das jetzt mit der Seite? Wie muss ich das genau machen? Als allererstes geben Sie bitte Ihren Namen ein, so wie es auf der Kreditkarte steht. Mhm. Wenn Gerold Steiner, dann einfach Gerold Steiner. Da, wo Full Name und Card steht, ja? Mhm. So. Ja, und dann muss ich da nochmal meine E-Mail-Adresse eintragen, ja? Ist richtig, ja. Ja, dann schreibe ich die auch nochmal. So. Stein.gerol. So. MDC. SON.de. Ja. Genau. Und nu? Da kommt die Kreditkartennummer, die lange Ziffer auf der Karte, die 16 Zahlen. Ach so, hier in diesem, in dem nächsten Feld, ja? Genau so ist es. So, dann muss ich die mal abschreiben. Das ist dann die 44328. Bitte die nicht laut sagen, Herr Steiner, wenn es geht. Okay, dann sage ich nichts. Das dürfen wir nicht, also auch Telefon. So habe ich eingegeben, ja. Da kommt die Gültigkeit. Das Verfallsdatum, meinen Sie? Genau, das Verfallsdatum, Gültigkeit von der Karte. Habe ich. Und dann kommt die Prüfnummer, die ist hinten auf der Karte. Aber irgendwas ist mit der Nummer noch falsch. Die war zu kurz, ich glaube, Sie haben die Nummer zu kurz geschrieben. Also die sind 16 Zahlen, das ist eine lange Nummer. Ich zähle mal nach, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oder fehlt eine? Ich guck da mal. Fehlt eine, ja. Ich guck mal nochmal. So. Die 4, 4, 3, 2. Ach, hier hat er eine 0 nicht. Jetzt ist grün. Also blau. Okay. So. Gültigkeit haben Sie eingegeben und die Prüfnummer steht hinten auf der Karte neben der Unterschrift normalerweise. Warten Sie. Ja. Da sind die drei letzten Nummern. Ups, jetzt habe ich ja aktualisiert die Seite. Warten Sie mal. Oh nein, jetzt muss ich das normal machen. Ja, dann nochmal. Kann sein, dass ja die Daten vielleicht den Namen und die E-Mail-Adresse automatisch gespeichert hat. Schauen Sie mal nach.
Nee, das steht hier nicht drin. Oh. So, dann gebe ich das nochmal ein. So, dann nochmal die Kartennummer. Ja, genau. So, jetzt habe ich hier unten ist so ein blauer Knopf mit Pi. Genau, also Sie haben die Gültigkeit angegeben und die Prüfnummer, ja? Ja. Super, wenn alles richtig ist, Sie haben ja nochmal ein Auge drauf geworfen, dann können Sie ruhig auf Pay klicken und beschreiben Sie mir dann, was Sie sehen. Jetzt ist hier so ein, jetzt steht hier 2, your card number ist korrekt. Ah, die Nummer sei nicht korrekt, sagt die Seite. Ich habe sie überprüft. Und no? Ja, dann müssen Sie das vielleicht nochmal überprüfen. Kann sein, dass es falsch ist. Haben Sie, Herr Steiner, auf dem Computer vielleicht AnyDesk, zufälligerweise? Kennen Sie AnyDesk? Nee, was ist denn das? Das Computerprogramm, in dem ich Ihnen von hier aus helfen kann, da ich da Ihr Bildschirm sehen kann. Ja. Den kann man kostenfrei runterladen im Internet, wenn Sie möchten. Also öffnen Sie eine neue Seite. Ja, warten Sie, dann mache ich eine neue Seite auf. Genau. So, und jetzt? Dann klicken Sie einfach Download AnyDesk. Also D-O-W. Soll ich jetzt eingeben? Ja, geben Sie ein, da in Suchfeld. Ja, gebe ich ein. D-O-W, wie Walter? Ja, und dann? N-O. NL, Entschuldigung. Ja. OAD. Neues Wort. Ja. ANY. DESK. Und Enter. Ja. So, klicken Sie mal drauf. Jetzt habe ich hier so eine Google-Seite. Steht da irgendwo Download AnyDesk? Oder ich habe gerade meine Supportabteilung gefragt, weil wie gesagt, normalerweise machen wir das nicht so in dem Fall, wenn die Karte geht. Aber wenn Sie möchten, wenn Sie natürlich erlauben und bestätigen, kann ich das auch von hier aus machen. Ja. Also wenn es gehen würde, in dem Fall, ich überprüfe, ob es geht. Kurz, kleine Sekunde. So. Ich probiere es nochmal hier von ob es klappt. Ne, bei mir wird es leider nicht aktiviert. Warten Sie mal kurz gleich. Nur eine kleine Sekunde, Stein. Ja. Ansonsten, wenn Sie da die Schritte verfolgen, wie Sie AnyDesk herunterladen können. Oder Sie können es einfach auf Deutsch eingeben. Zum Beispiel AnyDesk, ne, ANYDESK und neues Wort herunterladen. Können Sie es einfach auf Deutsch schreiben? Na, ich bin ja jetzt hier auf Google. Genau, geben Sie das in Google ein. AnyDesk herunterladen. Dann muss ich das nochmal. Ja, da auf dem Google-Feld. Ne? So, jetzt habe ich hier. Haben Sie das genau? Eine Werbeanzeige mit AnyDesk. Soll okay. Ich das da draufklicken? Kann ich, also Werbe sollte. Probieren Sie es mal, steht da irgendwo AnyDesk herunterladen oder installieren oder sowas in der. Also Ziel ist, dass wir AnyDesk auf dem Computer installieren. Ich bin ja jetzt auf Google. Genau, Sie sind ja auf Google. Ja. Aber wenn Sie das eingeben, dann sollte normalerweise ein Feld kommen, wo Sie AnyDesk dann herunterladen können durch einen Link. Steht da irgendwas von Remote Desktop Software oder so? Muss ich mal gucken, hier ist. Nee, da steht sowas nicht dran. Okay. Da steht.
sowas nicht dran? Ah ja, hier Remote Desktop ab. Genau. Soll ich da draufklicken? Also da steht Remote Desktop, oder? Ja, und dann ab. Okay, klicken Sie mal drauf und sagen Sie mir, was sich da öffnet. Jetzt habe ich hier so eine aprikofarbene Seite. Apriko? Aprikofarben, ja. Okay, nee, das ist hier nicht. Schauen Sie, Herr Steiner, ob Sie jetzt eine E-Mail von meiner Seite erhalten haben? Ob die E-Mail jetzt angekommen ist? Sie sind ja 10 Minuten bestimmt geworden. Ja, Mann, ich habe es gerade aus Versehen zugemacht. Okay. So. Albert Schmidt? Ja, genau. Ah ja, da, dann habe ich eine E-Mail jetzt, hm? Da haben Sie eine E-Mail. Warten Sie mal kurz, ich schicke Ihnen jetzt mal einen Link, wo Sie dann Anydesk herunterladen können. Ja. Durch die E-Mail. Okay, aber das dauert dann auch wieder eine Weile, bis wenn Sie jetzt noch eine schicken. Mal sehen. Ich glaube, es sollte nicht so lange dauern. Naja, hier kommen so viele E-Mails immer rein. Das ist immer alles mit Werbung. Ich schreibe mal hier den Link nochmal. Wenn ich gewusst hätte, hätte ich es früher geschickt. Ja, das... So. Aber gehen Sie nochmal auf die Zahlungsseite. Welche Seite ist denn jetzt die Zahlungsseite? Jetzt habe ich schon so viele Fenster auf hier. Genau, die Zahlungsseite, dort, wo Sie am Anfang waren. So, E-Mail ist los. Jetzt bin ich auf der Bezahlseite nochmal, ja? Genau, auf der Zahlungsseite. Und da? Sind die wieder unten gescrollt? Also da bei Payment Details? Wahnsinn, ich mach mal nach ganz unten. Ja, noch bis die E-Mail kommt. So, jetzt bin ich da ganz unten, ja? Genau. Was soll ich da machen? Hallo? Ja, ich bin auch da. Versuchen Sie das nochmal zu machen. Das heißt, den Namen eingeben, E-Mail-Adresse und die Daten. Seien Sie nur bitte vorsichtig bei den Daten, weil wenn Sie zum Beispiel zweimal Leerzeichen machen, dann zählt das als eine neue Nummer. Also versuchen Sie das nochmal klar zu machen. Ja, oder vielleicht den ersten Buchstaben vom Namen groß, den anderen, ne? Bis die E-Mail kommt. Dann gebe ich jetzt nochmal die Nummer ein. Genau, geben Sie die nochmal ein. So. Bitte achten Sie drauf. So. Dann nochmal das. Genau, dann kommt die Gültigkeit, die genau, zum Beispiel 0123 oder kommt drauf an, wie es ist. Und dann die 529. So, jetzt ist wieder alles blau und jetzt drücke ich wieder auf Pay, ja? Klicken Sie wieder auf Pay, ja? So, jetzt kommt hier was. Jetzt, okay. jetzt kam da so ein weißes Fenster gerade. Okay. Und jetzt ist das Fenster wieder weg. Okay, einfach nichts anfassen. Jetzt steht hier wieder 2 Uhr Kartennummer ist in Dings, also dieses Wort da. Okay, also inkorrekt wieder. Schauen Sie, ob Sie jetzt meine E-Mail erhalten haben? Ja. Nee. Doch, da ist, noch nicht ist da? Jetzt, da ist jetzt ein, da ist nochmal eine Nachricht gekommen, mit wo dran steht, der Link, Ausrufezeichen. Genau, vollkommen richtig. Öffnen Sie diese E-Mail. Ja, jetzt lädt es hier erstmal. Okay. So. Ist es auf? Jetzt habe ich das auf, ja. Ja. Klicken Sie mal auf den Link drauf. Ja. Und was sehen Sie, wenn Sie auf den Link geklickt haben? Jetzt sehe ich, the page has been ripped. 404-pagen not found. Okay, öffnen Sie mal bitte eine neue Seite am Google. Noch eine Seite, ja? Ja, bitte, und schreiben Sie einfach Anydesk, also Anton Nordpol Y. Ja. Dora Emil Siegfried Kaufmann, zusammenschreiben. Ja, und dann? Und klicken Sie auf, also, buchstabieren Sie es mir bitte.
A-N-Y-D-E-S-K. Zusammengeschrieben? Ja. Klicken Sie auf Enter. Ja, jetzt habe ich wieder die Google-Seite. Okay, aber steht da jetzt zum Beispiel AnyDesk, the fast remote desktop oder so? Na, hier steht ja überall jetzt AnyDesk, aber das war ja vorhin schon. Genau, aber die erste Schrift, sage ich mal so. Ne? Also da steht A-N-Y, zwei Punkte und dann kommt T-H-E, fast. Sehen Sie das irgendwo? Ah. Okay. Ich sehe jetzt hier AnyDesk Free Download Chip. Download Chip? Ja. Nee, das ist es nicht. Okay. Dann habe ich jetzt hier noch AnyDesk 6.3.3 Download Computerbild. Download Computerbild? Ja. Download Computerbild. Klicken Sie mal drauf und sagen Sie mir, was Sie sehen können. Jetzt lädt die Seite. Jetzt habe ich hier so, ja, die Computerbildseite. Mit, da steht AnyDesk und da steht Download. Mhm. Soll ich da drauf drücken? Legen Sie mal auf das Download, bitte. So, jetzt steht dann nochmal Download starten. Okay. Und jetzt kriege ich hier so ein Fenster. Möchten Sie folgende Datei öffnen? AnyDesk-cb-dl-manager.exe. Also versuchen Sie den dann zu installieren dort auf dem Computer. Also jetzt muss ich erstmal runterladen, ja? Genau, das müssen Sie runterladen, vollkommen richtig. Ja, jetzt hat er das runtergeladen, ja? Perfekt, super. Und klicken Sie dann, wenn es runtergeladen, also fertig ist, ne? Klicken Sie mal drauf und sagen Sie mir, was Sie sehen. Ja, jetzt kommen hier so bunte Punkte. Okay. Und jetzt steht hier Computer Build Download Manager. Okay. Download Manager. Ja, soll ich da auf Weiter? Ja, klicken Sie weiter. Ja, jetzt habe ich auf Weiter. Jetzt kommt hier so irgendwas. Jetzt, was kommt da? Jetzt steht da, jetzt ist da so eine Meldung. Da steht Error, inkompatible Betriebssystemversion. Okay. Komisch. So. Ja, nun? Ja. Sie haben gesagt, Sie haben auch Online-Banking, oder? Habe ich das gesagt? Hallo? Ja, bitte, was haben Sie gesagt? Ich stelle, Entschuldigung. Habe ich. Okay. Also, wie wir das dann machen, ist mit Online-Banking. Ich kann Ihnen eine Bankverbindung über die E-Mail schicken. Banküberweisung haben Sie gemacht, bestimmt, oder? Ja, das mache ich erst mal. Online. Genau. Und Herr Steiner, haben Sie mal oder wissen Sie, wie man davon dann einen Beleg speichern kann? Den Überweisungsbeleg? Mit welcher Bank arbeiten Sie? Ich arbeite mit der Sparda Bank. Mit der Sparda Bank. Bei der Sparda Bank können Sie, also durch Erfahrung, diesen Überweisungsbeleg speichern. Okay, und wie geht das? Das geht ganz einfach. Bevor Sie die Absendung schicken, können Sie ja sagen, als Vorlage speichern. Also diese Überweisung als Vorlage speichern. Oder am Ende bei Umsätze können Sie das auch als Dokument im Computer als File-Dokument speichern. Das steht da? Genau, das steht da auf jeden Fall. Aber ich gebe es nochmal einen Versuch mit dem AnyDesk. Ja. Das ist jetzt momentan mein Ziel. Also gehen Sie bitte nochmal im Google. Ja. Und dann? Und klicken Sie einfach AnyDesk, also Anton Nordpol Y, also das, was Sie vorher geschrieben haben. Achso, also nochmal neu machen dann. Genau, aber im Google da jetzt, ne? Neues Wort schreiben. Jetzt bringen Sie mich durcheinander. Also ich soll jetzt auf Google gehen. Genau, gehen Sie wieder auf Google. Wir versuchen ja jetzt wieder AnyDesk herunterzuladen, da es nicht geklappt hat vorhin. Ja. Dann gehe ich jetzt nochmal auf Google, ja? Ja, bin ich jetzt drauf. Anton. Genau, also einem Suchverhältnis Anton Nordpol Y Dora Emil Siegfried Kaufmann. Das war jetzt ein bisschen schnell. Also AnyDesk, das, was Sie jetzt bis jetzt geschrieben haben. Ach so, ja, das.
Habe ich jetzt nochmal bei Google eingegeben, ja. Und dann jetzt neues Wort, herunterladen. Ach so, das soll ich jetzt noch dahinter schreiben. Genau, schreiben Sie das nochmal dahinter. Ja. So, Moment, herunterladen. So, und jetzt gehe ich nochmal auf Suche, ja? Oder soll ich hier auf Gut Glück klicken? Suche. Wozu ist denn eigentlich dieser Gut Glück-Knopf hier? Das weiß ich nicht. So, jetzt habe ich hier wieder die Google-Suche, ja. Okay. Und Sie haben ja am Anfang gesagt, Sie sehen jetzt viele Schriften, ne? Und steht da irgendwo AnyDesk? Also neues Wort, THE Fast Remote. Können Sie das irgendwo sehen? Mm-mm. Okay, was sehen Sie? Was sehen Sie da? Was für Schriften sehen Sie da? Ich sehe jetzt hier zum Beispiel, oder das ist ja schon die ganze Zeit hier, hier steht die Entdecken Sie AnyDesk, die sichere und intuitive Software für Fernwartung und Fernzugriff, einfach und schnell und kostenlos. Genau, können Sie da irgendwie klicken? Ja. Klicken Sie mal drauf. Mach ich mal. Jetzt bin ich wieder auf der aprikofarbenen Seite, da war ich jetzt schon ein paar Mal. Nee, damit können Sie die Seite schließen. Aber da steht doch AnyDesk. Warum soll ich die immer wieder zumachen? Da steht AnyDesk, aber steht irgendwie Download bei AnyDesk? Ja, das steht ja hier immer, aber ich sollte ja immer zumachen, die Seite. Klicken Sie dann auf Download, bitte. Das steht da jetzt nicht. Da steht jetzt herunterladen. Oder herunterladen, auf Deutsch. Ne? Ja, dann klicke ich da. Also da steht AnyDesk herunterladen, ja, oder? Ja, jetzt kommt ja Öffnen von AnyDesk.exe. Okay. Ist das richtig jetzt? Ja. So, dann auf Datei speichern. So, jetzt hat er das runtergeladen. Jetzt mache ich die wieder auf. Okay. So. Und, ja, jetzt kreist hier wieder so ein Ding. Okay. Ja, jetzt sind wir wieder da, wo vorhin schon stand, mit Error inkompatible Betriebssystemversion. Da steht jetzt wieder Error bei Ihnen, oder? Ja, inkompatible Betriebssystemversion. Also, okay. Geht wahrscheinlich nicht mit meinem Rechner hier. Ja, das ist auf jeden Fall das Problem dort beim Rechner. Jetzt versuchen wir mal etwas ganz anderes. Schließen Sie mal bitte die Seite komplett. Also soll ich alles von Internet zumachen? Genau, einfach das. Also bei AnyDesk und gehen Sie nochmal im Google. Ach so, warte, jetzt habe ich alles zugemacht. Genau. So, dann mache ich jetzt nochmal ein neues Internetfenster auf, ja? Genau, und jetzt schreiben Sie Wahnsinn. Team, ne, also T-E-A-M. Das muss jetzt warten, sonst das dauert jetzt. Ich habe ja alles zu. Okay, kein Problem. So. Kann ich Ihnen, eine Sekunde? Ich gebe Ihnen mal kurz meine Assistentin, sie wird Ihnen kurz zeigen, wie Sie nochmal TeamViewer runterladen können. Ich melde mich nochmal ganz kurz, ich habe einen Termin, ne? Ich leite Sie weiter zu meiner Assistentin, die Frau. Jo, bis gleich. Okay. Ja, guten Tag, hallo. Hallo, wer ist denn da jetzt? Grüß Sie, Anna Engel am Apparat. Schön, Sie zu erreichen. Hallo, ja. Hallo, grüß Sie. Also, Sie sind jetzt bestimmt bei Google, oder? Ja, habe ich gerade wieder frisch aufgemacht. Noch einmal bitte, weil ich habe Ihnen akustisch nicht so gut verstanden. Ich sage, habe ich gerade wieder frisch aufgemacht, ja. Super. Können Sie dann bitte bei dem Google ein T wie Theodor schreiben? Ja. T wie... Also T wie Theodor? T, warten Sie, T wie Theodor, ja, habe ich. Super. Nur die T wie Theodor. E wie Emil? Wie jetzt? Also nicht das, was Sie jetzt gesagt haben, sondern nur das T. Nur das T. Machen Sie dann, wir machen so. Schreiben Sie bitte nur ein T. Ja, dann habe ich jetzt nur ein T. Super. Ein E, wie Emil. Ja. Aber ohne Emil zu schreiben, nur die erste Buchstabe. Ja, habe ich jetzt, ja. Super. Ein A wie Anton, also nur die A. Ja. Super. Ein M wie Martha. Ein M, ja. Ein V. Ja. I wie Ida. Ja. E wie Emil. Habe ich auch, ja. Ein Doppel-W.
Ein, also 2W. Ja. Okay, dann habe ich jetzt 2W. Und super, dann ein E wie Emil. Hm. Und ein R wie Richard. Ja. Super, da steht dann TeamViewer, oder? Nee, da ist ja, okay. Weiß ich nicht. Also klicken ich, Sie auf Enter, klicken Sie bitte auf Enter. Ja, ich habe auf Enter gedrückt. Und sagen Sie mir, super, und was steht jetzt bei Ihnen? Na, TeamViewer. Super, das ist ja schon. Hm. Gehen Sie bei diese Seite, und die erste. Ja, aber da sagt er, dass da nichts gefunden wird. Okay, warten Sie nur ein kurzes Moment, ich leite Sie mal weiter bei dem Albert. Wer ist denn jetzt Albert? Dankeschön. Hallo? Ja? Und, wenn Sie auf die Seite geklickt haben, was haben Sie gesehen? Wer sind denn Sie jetzt? Ich bin der Albert Schmidt. Okay. Sie haben vorhin telefoniert. Okay, warten Sie. Also, jetzt habe ich ja hier die Suchergebnisse, was die Frau gesagt hat, aber das... Genau. Ja, aber steht da irgendwo TeamViewer, the remote, also remote Desktop irgendwo? Nee. Was steht da? Na, so wie sie buchstabiert hat. Ja, also soll ich nochmal sagen? Nee, also was wir geschrieben haben, das ist uns klar, aber was Sie auf Suchen geklickt haben, da sollte jetzt ein paar Ergebnisse doch irgendwie rauskommen dabei. Ja, da steht 3 Ergebnisse gefunden, aber da ist nichts bei. Da ist nichts bei. Das, ich glaube, das ist falsch geschrieben. Hallo? Ja, haben Sie WhatsApp auf dem Handy? Was ist denn das jetzt noch? WhatsApp. Haben Sie WhatsApp? Ach, also, sowas. Nee, das habe ich nicht. Das benutze ich nicht. WhatsApp haben Sie nicht. Mm-mm. Okay. Ich hab's ja, nicht vielleicht haben Sie es falsch geschrieben. Schreiben Sie, also Team, T-E-A-M. Ja, habe ich. Hm. Vogel V, Ida, Emil. Ja, das habe ich auch. Walter Emil Richard. Ja, und sehen Sie, da hat sie nämlich gesagt, ich soll Doppel-W schreiben. Nein, nur einmal W. Nur einmal W, warten Sie, dann mache ich nur einmal. Mal. Ja, jetzt habe ich ja auch Ergebnisse. Perfekt, was für Ergebnisse haben Sie? Hier steht teamviewer.com, die Software für den Fernzugriff. Super, klicken Sie drauf. Mhm. Okay, was sehen Sie jetzt? Digitalisierung made in Germany. Steht da irgendwo herunterladen oder download for free? Lizenz kaufen, kostenlos testen, Datenschutzerklärung und kontaktieren Sie uns. Warten Sie mal kurz. Ja. Ist auf einmal so laut bei Ihnen. Ja, heute ist laut, ist, warten Sie, ist Monatsanfang. Heute werden wir jetzt auch in 2 Abteilungen trennen. Ja. Deswegen ist es so laut. Boah, auf jeden Fall dachte ich nicht, dass es so kompliziert wird. okay, also da sehen Sie nirgends Download oder... Nee, Download steht hier nirgends. Download steht hier nirgends. Okay. Ach doch, warten Sie mal, da ganz oben. Was steht da? Da steht Download mit einem Pfeil nach unten. Nochmal? Da steht Download mit einem Pfeil nach unten. Okay, können Sie da irgendwo was klicken? Kann man draufdrücken, ja. Machen Sie das mal bitte. Da sehe ich hier Windows, Mac, Linux, Chrome... Raspberry, Android und iOS. Okay, also Windows? Ja. Und jetzt? Jetzt habe ich hier TeamViewer für Windows. Hm, genau. Und dann sind hier so 2 grüne Knöpfe. Einmal 64-Bit-Version und einmal 32-Bit-Version. Okay. Was muss ich da nehmen? Also, wie viel nochmal bitte? Na, hier steht einmal 64-Bit-Version und einmal 32-Bit-Version. Welche muss ich denn da nehmen? Nehmen Sie die erste bitte? Die 64-Bit-Version. Genau, nehmen Sie mal die, probieren Sie mal die. So, dann lädt er die jetzt runter, ja? Okay, super, perfekt. So.
öffnen. Genau so ist. Wenn es runterlädt, ne, wenn es komplett voll ist, erst dann öffnen. Ja. Hier steht irgendwas mit diesem, nochmal Installation von TeamViewer. Genau. Hier steht, diese Version ist nicht für 32-Bit geeignet. Okay. Ach so, da muss ich das andere bestimmt runterladen. Genau, dann, genau, wir haben es ja versucht mit der ersten, dann machen Sie das mit der nächsten, mit der anderen. Dann lade ich das auch runter. Genau. So. Jetzt steht hier, dass Windows XP oder höher. Windows XP oder höher, okay. Ja, aber habe ich ja nicht. Was für einen Computer haben Sie denn, Herr Steiner? Ich habe Windows 98. Windows 98? Ja. Okay. Ich nutze das ja hier nicht so oft. Hallo? Okay. Gehen Sie mal bitte kurz auf die E-Mail-Adresse. Ja. Das habe ich auf, ja. Okay, haben Sie jetzt eine Mail von meiner Seite erhalten? Also eigentlich habe ich im Titel Bankdaten geschrieben, aber noch einen Link mit dem Anhang, mit dem anderen Link. Ich wollte es schnell machen, da die E-Mails da lange dauern. Also eine E-Mail mit Bankdaten haben Sie jetzt geschickt. Genau, der Titel ist die Bankdaten, aber ich habe den Link für TeamViewer nochmal anverfasst. Ach so, aber da sind keine Bankdaten drin, oder wie? Nein, da sind noch keine Bankdaten drin, weil ich wollte nochmal den Link für den. Ja, warten Sie, dann ich gucke mal, da muss ich mal das Postfach hier nochmal aktualisieren. Genau. So, jetzt lädt er hier wieder ganz viel runter. Ach, hier kommen aber auch immer viele E-Mails an. Wollen Sie, dass ich es so für Sie einstelle, dass Sie nicht so viele E-Mails erhalten oder vor allem E-Mails, die Sie eigentlich nicht wünschen? Das kann ich gerne für Sie machen. Ja, das ist nett. So, ich schreibe aber nochmal hier als Nummer sicher die Bankdaten. Ich kann Ihnen noch eine E-Mail mit den Bankdaten schicken. Hm. Aber erstens schauen wir, ob die E-Mail ankommt. So, ja, jetzt habe ich eine E-Mail mit einem Link bekommen. Okay, klicken Sie mal auf den Link. Also der Link sollte jetzt funktionieren. Klicken Sie mal auf den Link und sagen Sie mir bitte, was Sie sehen können. Ja, die gleiche Seite wie vorhin, nur dass ich die Sprache nicht mehr lesen kann. Das ist im Englisch jetzt, oder? Ja. Steht da jetzt irgendwo Connect, Engage, Engage, Support, ne? In groß. Manage. Ja, genau, das steht da und so in unten, Bund. Und unten steht Download for free. Also F-R-E-E, ne? Download, F-O-R, ja. Mit dem Sterne da, ne? Ja. Klicken Sie mal drauf. Okay. Also jetzt kommt hier wieder, wo ich was runterladen muss mit hier... TeamViewer unterstrich Setup unterstrich dann so ein Malzeichen und da unten, hier. Oder? Na, ist jetzt so ein Fenster hier aufgegangen, wo ich die Datei speichern kann. Okay, speichern Sie die Datei bitte. Ja. Und dann, wenn es fertig hochgeladen ist? Jetzt habe ich die hier, jetzt mache ich die auf, ja. Ja, jetzt ist es fertig hochgeladen. Jetzt steht hier wieder, dass ich ein 32-Bit-System brauche. 32-Bit-System. Ja. Warten Sie mal kurz. Ist ganz schön kompliziert da bei Ihnen. Also normalerweise geht es Maximum in 5 Minuten, kommt aber auch drauf an, manchmal haben wir solche Fälle, wo der Computer das einfach nicht mitmacht, ne? Ja, ist schon ein bisschen älter, also so ein paar Jahre habe ich den schon. Ja. So, mit so einem schönen Metallgehäuse. Seit wie vielen Jahren haben Sie den, haben Sie gesagt? Na, ein paar Jahre habe ich den schon, bestimmt, weiß ich gar nicht. Okay. Also den habe ich eigentlich schon immer, den Computer. Wir versuchen mal unser Glück anders. Ja. Gehen Sie jetzt beim Online-Banking, bitte. Online-Banking, das von der Bank, ja. Warten Sie, dann muss ich mal genau. Auf den Link gehen, sparda-bank.de. So, dann... Klicke ich jetzt hier auf Sie haben ja gesagt, Überweisung haben Sie ja gemacht, ne? Ja, sowas habe ich schon mal gemacht. Genau. Oh, ja, jetzt bin ich da drauf, ja.
Genau. Gehen Sie auf Überweisen, ne? Mhm, wie ja. Sie das normalerweise machen. So, und dann, hier sind die Daten gespeichert. Daten gespeichert? Ja, von dem Login, die musste ich jetzt hier nicht raussuchen. Ich hatte schon Angst, dass ich das jetzt suchen muss. Ah, okay. So. Und. Ja, genau, hier Transaktion, neue Transaktion. Genau, neue Transaktion. Ja. Und jetzt können Sie ruhig eine neue Fenster aufmachen und zu Ihrer E-Mail wieder gehen, ne? Weil da habe ich Ihnen die Bankdaten geschickt. Und die können Sie in Ruhe einfach kopieren, ne? Die müssen Sie gar nicht aufschreiben. Na, ich habe ja jetzt hier nur die E-Mail mit den Bankdaten, wo so ein Link drin ist, aber keine Bankdaten. Die habe ich nochmal geschickt. Aktualisieren Sie nochmal die Seite, die habe ich vorher geschickt. Die sollten bestimmt da angekommen sein. Oder noch vielleicht ein paar Minuten. Warten Sie, ich gucke mal. Nee. Jetzt kommen ja wieder viele Nachrichten, aber Ihre ist noch nicht dabei. Kommt bestimmt in paar Sekunden mehr. Okay, also neue Transaktion haben Sie gemacht, ja? Na, das Fenster habe ich aufgemacht hier von der Bank, ja. Okay. Was verlängt ihr jetzt, die IBAN-Nummer oder den Empfänger? Als erstes den Empfänger. Soll ich das buchstabieren für Sie? Ja, wenn Sie das so machen wollen, dann können wir das machen. Ja, wir können mal anfangen, ne? Bis die E-Mail kommt, dann vielleicht bei der IBAN haben wir Glück und die E-Mail ist unter. Ja, genau. So, dann okay, also Empfänger ist Check, ne? Also CH, also großes C. Ein großes C, ja. Heinrich. Auch groß? Nein, das kommt jetzt klein, ne? Ja. Zusammen geschrieben, aber klein. Ja. Also wir haben großes C, dann kommt Heinrich, also H wie Heinrich. Ja. Emil, also E wie Emil. Das dann auch wieder groß? Alles klein. Ja, okay. Also auch das C klein, ja? Nein, nein, schauen Sie. Also von Anfang an war es einmal ein großes C. Ja. Da kommt Heinrich klein, Emil klein. Ja. Wieder Cäsar klein. Noch eins, ja. Kaufmann klein. Ja. Ulrich klein. Ja. Siegfried klein. Okay, ja. Da sollte jetzt zusammengeschrieben werden, sollte Checkus sein. Ja, was heißt das? Das ist der Empfängername. Okay. Der Checkus checkt den Status. Okay. Ne? Das kommt neues Wort. Ja. Großes M. Ein großes M. Also E-D-I-A kommt dann zusammen. Media, ne? Aber nur das M ist groß. Also, wie jetzt? Also M-E-D-I-A. Also ein M, ein E habe ich gehört, e. ja? Ja. Dann? D wie Dora. Ja. I wie Ida. Ja. A wie Anton. Ja, habe ich. Dann kommt ein neues Wort. Ein neues Wort, ja. Und schreiben Sie einfach Group, also G, großes G. Ein großes G. Richard, klein. Ja. O wie Otto. Ein O, ja. U wie Ulrich. Ja, habe ich auch. Genau. Und dann kommt P, wie Paula. Also Group. Genau, Group, genau. Ja, habe ich. Dann kommt neues Wort. Noch das eins. Letzte. Ja. Das Letzte. Also, das sind nur drei Worte. Also S-R-O. Groß geschrieben, alle drei. Also ein S. Wie Siegfried. Wie ja. S wie Siegfried. Ja. R wie Richard. Ja. O wie Otto. Ach, ein O. Okay. Ja. Genau, also Checkus, neues Wort Media, neues Wort Group, neues Wort F-R-O. Ja. Schauen Sie jetzt, ob die E-Mail angekommen ist. Nee, von Ihnen noch nicht weiter. Da ist jetzt. Aktualisieren Sie das nochmal, das sollte auf jeden Fall da sein. Weil der Link ist auf jeden Fall schnell gekommen. Ja, aber jetzt kommt hier wieder ganz viel Spam. Albert Schmidt, ne? Titel wieder die Bankdaten. Nee, da ist nur das mit dem Link habe ich noch. Aber mehr ist noch nicht von Ihnen. Mehr ist noch nicht von meiner Seite, oder? Oh. Okay, buchstabieren Sie doch nochmal den Namen bitte, wie Sie es geschrieben haben dort bei Empfänger.
Ach so, Sie meinen jetzt den langen Namen da von der Bank. Vorher von dem Empfänger. Ja. Da ist ein C, also großes C. Ja. Dann ein kleines H. Mhm. Dann habe ich ja ein kleines E. Mhm. Ein kleines C. Mhm. Ein kleines K. Ja. Ein kleines U. Genau. Dann ein kleines S. Ja. Dann habe ich ein Leerzeichen gemacht. Perfekt. Dann ein großes M. Ja. Ein kleines E. Okay. Dann habe ich ein kleines D. Genau. Ein kleines I. Mhm. Und ein kleines A. Perfekt. Dann habe ich wieder ein Leerzeichen gemacht. Okay. Dann ein großes G. Okay. Ein kleines R. Okay. Ein kleines O. Okay. Dann habe ich ein kleines U. Okay. Dann kommt ein kleines P. Okay. Und dann habe ich ein Leerzeichen. Genau. Dann kommt ein großes S. S wie Siegfried, ja? Ja, dann ein großes R. Ja. Und ein großes O. Die zusammengeschrieben, ne? Also S, R, O zusammen. Ja. Perfekt. Gehen Sie dann zu der IBAN, wenn Sie die brauchen? Ja, dann gehe ich in das IBAN-Feld. Ja. Und dann DE? Nein, das kommt für SR, also SK, Entschuldigung. Slowakien, glaube ich, ne? Warum nicht DE? Weil wir haben insgesamt innerhalb von 2 Wochen mehr als 10 Bankdaten, 10 Bankverbindungen. Das ist wegen steuerlichen Gründen. Zum Beispiel, wenn ihr nur eine deutsche Bank habt, dann sind die Teuer für den Kunden auf jeden Fall viel zu hoch. Also für die Minimalsumme lohnt sich das gar nicht. Deswegen machen wir das international. Okay. Weil wir sind ja eine internationale Firma. Also da kommt SK, ne, für Slowakien. Also ein F und ein K. Also S wie Siegfried, ne? SK. Ach, ein S. Moment. Ein S, ja. S und Kaufmann, zusammenschreiben. Also das Wort Kaufmann oder den Buchstaben. Nein, Buchstaben. SK für Slowakei. Ja, hab ich. Dann kommt 3, 4. Die 3 und die 4, ja. 1, 1. 1, 1. 0, 0. 0, 0. 0, 0, wieder. Noch eine 0 und noch eine 0. 0, 0, wieder. Also nochmal 0, 0. Ja, ja. 0, 0, ja. Und nochmal 0, 0. Noch eine 0, 0. Ja. Also ich habe jetzt 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 8 Nullen, oder? Warten Sie, ich guck mal, ich muss das mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, habe ich. 2, 9. Eine 2 und eine 9. 1, 0. Eine 1 und eine 0. 8, 3. Eine 8 und eine 3. 9, 6. Eine 9 und eine 6. 2, 1. 2, 1. Was brauchen Sie jetzt? Habe ich. Soll ich nochmal vorlesen? Gerne. Da steht jetzt SK. Ja. Ja. Dann die 3. Ja. Ja? Ja, machen Sie das bitte mit 4 Nummern, bitte. Das geht schneller. Ach so, also immer 4. Warte, dann hab ich 3411. Genau. Dann habe ich 8 0, ne? 8 mal die 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. Also, perfekt. Und dann habe ich, Wahnsinn, das ist dann 2910. Perfekt. Wahnsinn. Dann habe ich 8396. Genau, und dann habe ich noch 2 Zahlen über. Genau, die 21. 21. Ja. Perfekt, super. Was brauchen Sie jetzt? Jetzt steht hier Swift oder so. Okay, dann haben Sie also alles im Groß, T wie Theodor, A wie Anton. Ein großes T, ja? Ja, aber das muss ja normalerweise automatisch eingeben. Dass das da automatisch groß schreibt, meinen Sie? Nein, dass er die B
BIC-Nummer Swift normalerweise automatisch eingibt, aber wenn er das nicht macht, können wir die gerne auch so manuell eintragen. Oh, nee, die habe ich hier nicht drin stehen, dann muss ich die reinschreiben. Genau, schreiben Sie die rein, also großes T wie Theodor. Ein großes T. Ja, ein großes A wie Anton, alles zusammenschreiben und alles groß. Ja, ein großes A habe ich. Wieder T. Ein großes T. Da kommt Richard. Achso, ein großes R dann, ja. Alles groß und alles zusammen. Ja. Siegfried Kaufmann. Ein S und ein, ja, SK. Ein K. Genau, und da kommt B wie Bertha, X. Ne? Nicht so schnell, sonst mache ich was falsch. Ein großes B und dann ein X. Ja, genau. Und dann? Fertig. Achso. So, dann Verwendungszweck. 3-3. 3-3. 4-1. 4-1. 1-3. 1-5-3. 1-3. Nein, nur 1-3. Wie jetzt? Keine 5. Also, warten Sie, ich mach nochmal weg, nicht dass es falsch ist. Also, eine 3 und dann? 5. Genau. Na, aber gerade war doch die Nummer länger. Also, Sie haben von Anfang an gemacht? Na, ich hab nochmal weggemacht, weil wir hatten ja was falsch. Okay, machen Sie nochmal alles weg. Ja. 3-3. 3-3. 4-1. 4-1. 1-3. 1-3. Und 5 am Ende. Oh, warten Sie mal. Was ist denn das jetzt hier? Hier steht Sitzung abgelaufen. Sitzung abgelaufen? Warum sollte das sein? Und jetzt? Ist es weg oder was los? Ist alles weg. Wieder, okay. Ich bin ausgelockt. Warum bin ich jetzt auf einmal ausgelockt? Keine Ahnung, sollte eigentlich... Schauen Sie, ob Sie meine E-Mail erhalten haben. Das ist ganz schön stressig mit Ihnen, wissen Sie das? Denken Sie, es liegt an uns? Weiß ich nicht. Okay. So, jetzt gehe ich nochmal in die E-Mail. Was machen Sie beruflich, Herr Steiner, wenn ich Sie fragen dürfte? Ich bin zu Hause. Also arbeiten Sie nicht momentan? Nee, ich bin Rentner. Okay. Weil die E-Mail-Adresse mdccfund, für was steht das? Das ist für meinen Internetanbieter oder von dem. Für den Internetanbieter? Der hat mir die gegeben, ja. Ah, okay. Ist die E-Mail angekommen? Nö. Warten Sie mal, jetzt habe ich hier... Nee, aber das sind ja nicht Sie. Nee. Warten Sie mal, ich gucke mal nochmal, ich mach mal nochmal aktualisieren. Machen Sie das mal. Jetzt. Ja, jetzt habe ich nochmal eine Nachricht bekommen. Genau. So. Da stehen die Bankdaten, oder? Wo haben Sie die da hingeschrieben? Wie meinen Sie das denn? Na, hier steht nur, wie telefonisch besprochen haben. Ja. Habe ich Ihnen die Bankdaten, Bankverbindung zugesendet. Ja, und dann kommt da gleich, damit wir offiziell starten können, benötigen wir noch den Überweisungsbeleg. Nein, da sind auf jeden Fall noch die Bankdaten. Was reden Sie denn? Da sind keine Bankdaten. Doch, da sind Bankdaten. So, Herr Steiner, ich bedanke mich dann für das Gespräch. Anscheinend klappt es nicht wirklich. Also es liegt nicht bei uns, es liegt bei Ihnen. Mhm. Entweder wollen Sie das nicht machen oder das weiß ich nicht, was bei Ihnen da los ist. Ja, ich bedanke mich, dass Sie allen auf YouTube gezeigt haben, dass Sie eine Betrugsfirma sind. Ja, Sie können meinen Arsch lecken. Das ist, was ich sagen damit kann. Damit haben Sie es gerade noch bewiesen. Lecken Sie meinen Arsch, wir finden Sie schon, keine Sorge. Ist in Wir Ordnung. Finden Sie schon, keine Sorge. Das erzählen die alle. Okay, wirst du sehen. Ja, wir telefonieren bestimmt nochmal. Aber schön, dass du mit mir eine Stunde verplempert hast. Tja, so ist das.
Als Betrüger hat man schon echt ein hartes Leben, ne? Naja. Tja, die Leitung steht noch. Das funktioniert da technisch echt bei euch ganz komisch. Das Leben als Betrüger ist schon ziemlich schwer. Magst du nicht irgendwie auflegen oder so? Ach, das ist wieder das mit dieser komischen Konferenz. Sie rufen tatsächlich über eine Konferenz an. Das hat man ja schon mal so. Tja, damit können sie nicht nur die Rufnummer verschleiern, sondern auch noch ihren Standort. Und gleichzeitig aufnehmen. Naja, aber das können wir ja auch. Tja. Auf jeden Fall ist das hier sehr, sehr mysteriös. IQ Toro. Hört sich fast an wie eToro. Eine Lizenznummer haben sie gleich mit in der E-Mail. Und da steht um das Toro Group Limited. Eine Limited ist sowas ähnliches wie eine GmbH. Vom Prinzip her. Dann gucken wir mal, was wir mit der Registrationsnummer hier anfangen können. You have been kicked from this conference. Wunderschönen guten Tag. Hier ist Lotte Hansen. Wegen Ihrem Kryptokonto. Wie geht's? Gut. Ich sehe, dass der Name steht hier Lipton Ice Tea. Das ist cool. Ja. Alles klar. Mein Name ist Lotte Hansen. Ich bin 59. Ich werde Ihnen helfen, dieses Konto, Kryptokonto öffnen. Ich werde Ihnen gleich ein E-Mail schicken. Das heißt, es geht über ein Coinbase-Konto erstmal. Das ist ja Ihr privates Konto. Das heißt, es ist ja wunderbar, einen privaten Kryptokonto haben. Und nachher können wir dann die Handelskonto, damit wir auch mit Krypto handeln können, aktivieren. Aber das ist Schritt für Schritt. Also erstmal Geld auf einen Krypto-Wallet einzahlen und dann handeln. Genau. Mhm. Also das ist gefolgt. Haben Sie schon heute ein Krypto-Wallet privat? Haben Sie schon ein Wallet, oder? Ja, dann kann ich da ja auch meine Adresse eingeben. Ah, haben Sie ja wunderbar. Dann kann ich Ihnen jetzt ein E-Mail schicken mit den Zugangsdaten für den Handelskonto und den Wallet. Dann können Sie ja eine Überweisung machen. Das wird unmittelbar aktiviert. Und dann können wir ja innerhalb einer Stunde die Konto aktivieren und mit dem Handel anfangen, was Sie möchten. Ja, aber warum wollen Sie mir eine Wallet-Adresse zuschicken? Da nehme ich doch denn meine. Ja, das ist richtig. Aber Sie möchten ja auch Ihr Handelskonto aktivieren, oder? Ja. Handelskonto. Ja. Da müssen wir das Konto erstmal aktivieren, oder? Und das ja. machen wir nur mit digital. Nicht mit Banküberweisung oder Kreditkarte. Nur das ist doch aber auch digital. Ja, genau. Also, was wir machen müssen, ist Folgendes. Ich erkläre Ihnen. Sie aktivieren jetzt ein Handelskonto. Ich schicke Ihnen jetzt erstmal eine E-Mail mit dem Zugangsdaten für das Konto. Einen Moment, okay? Da können Sie eingehen. Das machen Sie jetzt. Einen Moment, bitte. Soll ich Passwort mache ich normalerweise in Ihrem Fall, werde ich, werde dann einen großen L für Lipton, einen kleinen E für Eistee machen, zum Beispiel. 125791, das Passwort, das schicke ich Ihnen jetzt. Möchten Sie das Konto, weil die Kontonamen wären dann in Lipton Eistee stehen. Ist das okay? Ja, machen wir das so. Das ist so richtig, ja. Okay, einen Moment hier. Ich schreibe es hier rein. LE 125791. So. Habe ich da. So. Jetzt muss ich nur den Passwort einrichten. Einen Moment, das machen wir sofort. Machen das hier. Erst einmal
müssen wir nur ein bisschen Geduld haben und dann läuft alles blitzschnell wie Bitcoin. Alles soll ja schnell gehen. Einen Moment hier. So, habe ich das geschafft? Jawohl, habe ich gemacht. Okay, jetzt schicke ich ein E-Mail. Bitte zu einem E-Mail gehen. Ist jetzt rausgegangen. Dann werden wir das gemeinsam anschauen. Ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass ich hier was mal auf. Ich habe auch die Möglichkeit da als Coinbase, aber falls deine eigene Crypto-Wallet haben, dann brauche ich ja kein Coinbase. Sie können ja zufällig ein Coinbase-Konto öffnen, falls Sie möchten, oder? Ja, brauche ich ja dann nicht. Okay, alles in Ordnung. Sehen Sie, dass es steht ein Link, da steht HTTPS Summit Trade und das ist das Passwort LE125791. Können Sie das sehen? Hast du die E-Mail bekommen? Nee. Okay. Vielleicht wegen wir, haben wir halt drei Links in diesem E-Mail. Ab und zu, falls Sie ein Spam-Filter haben und wir hier Links schicken, dann geht es vielleicht im Spam erst einmal. Das kann sein. Wie heißt denn die Webseite? Also, ich habe hier, Sie haben jetzt ein E-Mail von Roger Hansen. Ja, aber Roger Hansen. Wie heißt denn die Webseite? HTTPS und dann www.summittrade.co. Wie heißt die? www. Ja, mit nach dem Punkt. Summittrade, S-U-M-M-I-T. S-U-M. M. I. I. T. Ja. R. A. D. E. SummitTrade.co. Aha. .co. Und dann klicken Sie, dann kommen Sie zur Startseite. Nö, da steht, die Seite konnte nicht gefunden werden. Okay, haben Sie www. Ja, das braucht man ja nicht. SummitTrade.co. SummitTrade. Das ist lustig. Also was, ich habe hier einen Link, da steht alles. Was ist lustig, dass Sie ein E-Mail gekriegt haben, weil ich sehe hier, dass ein E-Mail ist bei Ihnen angekommen. Ja, ich habe ja noch nicht nachgeguckt. Oh, also geh mal bitte zu E-Mail. Ja. Geh mal erstmal zu E-Mail jetzt. Machen wir das gemeinsam. Bitte zu E-Mail gehen und dann haben Sie alles Informationen damit. Wallet, Passwort, alles steht da. Na, dann bitte gucken wir mal nach. Bitte zu E-Mail gehen und dann einmal speichern und dann ist fertig. Von der Volksbank habe ich jetzt schon eine E-Mail. Ah? Volksbank. Richtig, ja? Roger Hansen, ja? Roger Hansen von SummitTrade, mein Name. Ne, das steht da nicht. Lustig. Weil ich habe ja ebenso den E-Mail geschickt und das ist so lipton.ic@googlemail.com. Ah, Google Mail mit 2 i. Kann das sein? Nee, dann ist das falsch. Das ist falsch. Das ist falsch. Das ist meine. Jetzt sehe ich bestimmt, was nicht angekommen ist. Ist Ihren E-Mail lipton.ist@googlemail.com? Ist das richtig? Ja. Ist die, okay, ist dann muss ich, ich muss das. Ist die SummitTrade-Ding mit G am Ende? Nein. Pass mal auf, ich schicke jetzt zu E-Mail. Ja. Ist viel besser. Ich muss das ändern hier. Weil. Ja, aber per E-Mail dauert doch so lange, da kann ich das hier auch eingeben bei Google. Ja, pass mal auf hier. Einen Moment. Das ist eine. Die Ursache davon, Sie haben bei der Registrierung Google Mail mit 2 i geschrieben, deswegen, wenn ich Copy machen hier, wird es falsch. Deswegen, warte mal. Google Mail. Ist es .de, oder? Ja. So den richtigen E-Mail hier? Das ist eine alte, da müsste ich da mal nachgucken, weil ich nutze eigentlich eine andere. Oh, haben Sie eine andere E-Mail? Geben E-Mail, jetzt blitzschnell. Was haben Sie für E-Mail? Ja. Also nach dem Ad ändert sich das denn? Ich habe hier lipton.ist@googlemail.de habe ich geschrieben. Ist ja, das gut? Und da muss dann stehen @m. Haben wir?
Ich bin jetzt beim lipton.ist@googlemail.de. Ja, Google Mail weg. Ah, okay, warte mal. lipton.ist, jawohl, und dann? M? D? D wird für David, oder? Ja. Und dann zweimal C? C wie Texas, oder? Nee, C, zweimal das C. M, D, C. C für Cäsar. So, das ist Mega, Delta, Cäsar, Cäsar, oder? Ja, genau. Hm. Und dann F? F für Philipp? Nee, Philipp schreibt man... Foxtrot. Ja, genau. Hm. Dann okay. Ein U? U für Uwe. Ja. Und dann ein N? N für Nuclear. Boom. Hm. Und dann .de. Alles klar. Jetzt schicken wir das. Ist viel einfacher. Hm. Wunderbar. Jetzt kommt es. Jetzt habe ich das geschickt. Schauen wir das jetzt an, bitte. Geh mal zu E-Mail. Ja, ich mach mal E-Mail aus nochmal, dann gehe ich jetzt hier nicht. Tut mir leid, aber es ist das erste Mal. Ein bisschen Geduld, dann kriegen wir alles das hin. Wo ist es? Ja. Warten Sie mal, hier ruft noch einer an. Warten Sie mal kurz. Jetzt ist es angekommen, oder? Ja, hallo. Ja, mal nochmal nach einer Stunde anrufen. Danke. So, jetzt können wir. So, jetzt gucke ich hier mal. Rocker Hanson. Ja, haben Sie jetzt einen Nebel gesehen? Richtig, oder? Sehen Sie es? Ja, habe ich jetzt hier was. Wunderbar. Dann können wir Coinbase vergessen. Sehen Sie den Link da? Pass mal auf. Passwort notieren. Da können Sie später ändern, oder? Passwort notieren. LE135791. Können Sie jetzt notieren? Ich muss ja erstmal gucken hier. Moment. So, jetzt ist hier. Da steht jetzt, mit 2M, Summitrade, jetzt habe ich die Seite, das ist hier so eine blaue und... Ja, genau. Ja. Und jetzt klicken Sie oben rechts den Login oder Anmelden, Sie können Deutsch wählen, oder? Jo, mach ich. So bin, ja, und da soll ich jetzt, was da oben bei E-Mail reinschreiben? Ihren E-Mail da. Okay. Ja, das haben Sie... Das müssen Sie jetzt, da müssen Sie, wir haben das falsch gemacht, oder? Pass mal auf, ich muss das jetzt sehen. Einen Moment. Ihr Passwort, Ihr Username ist lipton.ist at Google Mail mit 2i. Das müssen wir später ändern. Wir werden das hier später ändern, okay? Das müssen wir hier machen, okay? Das kann ich nicht jetzt machen. Sie haben mit 2i das geschrieben. googlemail.com, oder? Mhm. Aber mit 2i. Sie haben das wahrscheinlich am Fehler gemacht. Aber das ist jetzt registriert davon. Müssen wir das richtig haben. Okay. Und Passwort schreiben Sie einen großen L, kleinen E. Ja. 135791. Oh, das war zu schnell. Passwort ist ein L, großen L. Ja. Kleinen E. Ein kleiner E, 135 791. Ich werde Ihnen den Username ändern, damit Sie den richtigen E-Mail sehen. Sie sind jetzt eingeloggt, was wir das. Wir haben in 2E geschrieben, weil das haben wir damit registriert, verstehen Sie? Deswegen. Ich werde das ändern und ein E-Mail schicken. Das ist ja besser wahrscheinlich, das ist den anderen E-Mail als Username mit mdccfun.de, oder? Ist ja besser, oder? Mhm. Wunderbar. Jetzt gehen Sie oben rechts, sehen Sie Ihre eigene Name. Mhm. Schau mal oben. Da sehen Sie Name und die Kontonummer. Ja, genau. Mhm. Jetzt wählen wir Folgendes. Wir haben keinen Balance. Oben rechts steht Deposit und Logout, vergessen wir. Wir gehen links. Zweiten von links steht Trading Room, Handelsraum. Lass uns zu Trading Room gehen. Ja. Okay, siehst du das? Trading Room? Ja. Habe ich. Okay, jetzt nochmal. Oben rechts steht Ihr Name, Lipton ISD.
Und da steht eine Nummer, 290-2173. Ist das richtig? Ja. Das ist Ihre persönliche Kontonummer hier. Okay. Jetzt haben wir alles hier. Wir können jetzt alles handeln, wir müssen nur das Konto aktivieren. Hm. In E-Mail haben Sie ein Crypto-Wallet, das fängt mit BC1 und endet mit GHN. Okay? Das ist Ihre Konto, das ist Ihre Wallet hier beim Summit. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel Ihre Entscheidung, was Sie damit anfangen möchten, oder? Sie können jetzt im, wie viel möchten Sie damit anfangen beim Handel? Das ist Ihre Entscheidung. Was möchten Sie machen zum Beispiel? Das ist Ihre Entscheidung. Wie viel soll ich denn einzahlen? Ja, also lass uns sagen, das ist ein Vorschlag. Wir müssen wahrscheinlich mit kleinen Summen anfangen oder mit Hochhandel, oder? Möchten Sie mit 2.000 Euro im BTC anfangen oder 1.000? Was ist besser? Was ist Ihr Vorschlag? Weiß nicht. Okay, lass uns erklären, wie das funktioniert. Lass uns sagen, dass Sie fangen mit 2.000 ähnlichen BTC an jetzt, oder? Überweisen Sie zu diesem Ihre eigene Adresse, dann ziehen Sie das sofort auf die Konto hier im Balance, okay? Dann kriegen Sie immer 1:18 Hebel. Das heißt, dann haben Sie 16.000 als Hebel ohne Risikoverfügung, also 2.000 eigenes Kapital. 16.000 ist dann unserem Hebel. Unseren Balance sehen, wann wir mit 2 plus 16 handeln, das ist 18.000, wird es sein in der Richtung vor 4.500 Euro. Das wäre unser Balance-Ziel auf dem Konto sein, falls wir mit 2.000 anfangen. Ungefähr so. Beim Handeln. Nachher können wir anlegen, Positionen kaufen, immer mit dem Geld arbeiten. Aber Handeln ist mehr intensiv, wenn wir Hebel zur Verfügung haben. Wenn wir 4.500 erreicht haben, dann ziehen wir uns im Hebel zurück und dann schauen wir weiter, was wir machen können. Aber erstmal das Konto aktivieren. Das heißt, Sie haben jetzt Ihr eigenes Handelskonto. Sie haben das jederzeit können Sie eingehen und den Resultat anschauen. Ich werde auch nach dem Handel, gehen wir gemeinsam auf das Konto rein und wir schauen mal das Resultat, was Sie gehandelt haben und was der Gewinnziel war und so weiter. Aber dafür müssen wir erstmal das Konto aktivieren. Zum Beispiel. Falls Sie zurück zum E-Mail gehen, haben Sie dann einen Wallet, wie gesagt. Wenn Sie zum Beispiel jetzt, das geht ja blitzschnell, dann schicken Sie jetzt einen Überweis, und Sie können also mein E-Mail eine Kopie von diesen Transaktionen schicken. Das schicken wir zur Finanzabteilung und dann können wir verifizieren, weil das sind immer drei Schritte, ne, bei dem Überweis von jetzt beim Wallet, oder? Ich würde dann sagen, da kommt ja von dem Verkehr aufs Internet ein, aber ich würde sagen, in 10 zu 15 Minuten könnte ich dann zurückanrufen und dann können wir wahrscheinlich gemeinsam auf dem Konto den neuen Balance anschauen. Dann werden wir ja den Handel vorbereiten und dann machen wir einen Termin für morgen oder Mittwoch, was besser passt. Und dann schauen wir den Handelsresultat ein und dann machen wir weiter. Klingt das vernünftig soweit? Nee. Nee? Okay. Klingt genauso wie die anderen Abzocker und Betrüger. Ah? Ich sage, es klingt genauso wie die anderen Abzocker und Betrüger. Ach, pass mal auf hier. Sie haben ja ein Konto hier. Ja. Das handeln Sie, Sie machen das in beide Richtungen. Wie Sie machen, das ist Ihre Entscheidung, was Sie machen, oder? Aber Ihre Entscheidung war es ja auch, den Job da anzunehmen. Wollen Sie nicht was Anständiges machen? Wieso denn? Das ist doch nicht seriös, so eine Arbeit. Pass mal auf, die beläuft normalerweise über Coinbase. Jemand, der ein Coinbase-Konto hat, der kann ja selbst die Überweisung in beide Richtungen schaffen. Wir machen uns in Kommission beim Handeln. Das ist unser Interesse. Was Sie mit dem gewählt oder sowas machen, das ist Ihre Entscheidung. Nee, das Interesse von der Firma ist eigentlich nur Geld abzuzocken, mehr nicht. Das ist ja schon mal Fakt. Und seriös ist das auch nicht.
auf. Das ist ja natürlicherweise Ihre Entscheidung, das zu sagen. Wir arbeiten laut mit Hebel 1 zu 8 beim Krypto. Ja, ja, dann sag mir mal den Registrierungscode von der BaFin. Dann gucke ich da mal nach, wo ihr da angemeldet seid. Alles klar, wie Sie möchten. Pass mal auf, das ist Ihre Entscheidung, oder? Ja, gut. Sie machen die Entscheidung. Ja, sag mal BaFin-Code. Alles Gute dann. Aha, das kannst du wieder nicht, ne? Also das können nur die Betrüger nicht. Ich habe nicht gehört. Was haben Sie gesagt? Den Code von der BaFin. Eure Anmeldenummer, die Registrationsnummer. Von wem? Beim FCA. Wir sind in England, beim UK. Ja, dann nehmen wir davon die Nummer. Da werdet ihr ja auch eine Registrationsnummer haben. Dann lässt sich das herausfinden, ob das stimmt. Das könnt ihr auch finden. Das gibt auch auf der Webseite. Hm. Wir haben zwei Registrierungen. Wir haben eine Registrierung in Estonia und auch beim UK. Das findest du wahrscheinlich auf die Informationen über den Firma. Da kannst du das finden. Ja, gibt's ja nicht. Das ist ja das Problem. Da kann man sowas nicht finden. Steht nirgendwo auf eurer Seite. Okay. Möchten Sie eine Bestätigung von der Firma haben, können wir schicken. Kann ich mir eine E-Mail schicken? Nee, das ist ja, wie gesagt, das muss ja gesetzlich auf der Webseite stehen. Und das tut's nicht. Okay. Das muss ich ehrlich sagen, das weiß ich nicht, wo das genau steht. Ja, aber müsste man schon wissen. Das sein, weil es gibt zwei Registrierungen. Das sind FCA, das sind UK. Ja, aber ihr seid nicht registriert, da habe ich gerade geguckt. Keine Ergebnisse mit eurem Firmennamen. Okay. Tja. Okay, was machst du? Komisch, ne? Nein, das sage ich nicht. Das ist nicht komisch, weil ich habe, dass sie normalerweise beim wenn die Leute das haben, habe ich dann E-Mail vorbereitet. Das gibt alles da. In der Registrierung. Naja, es gibt ja hier keine Informationen, wo ihr registriert seid. Das ist halt alles Fake hier auf der Webseite. Ich meine, der Login hier bei euch, der ist ja wie bei allen anderen Fake-Seiten. Das ist genau das gleiche System, alles gleich. Okay, warte mal. Wie bei allen anderen kriminellen Seiten. Das würde ich nicht sagen. Naja, doch. Ich meine, es gibt hier keine Informationen über euch. Wenn ich auf Kontaktieren Sie uns klicke, gibt's da nichts. Keine E-Mail, keine Telefonnummer. Das steht dann Telefonnummer, oder? Nee, auch das steht hier nicht auf eurer Webseite. Und der absolute Kracher ist, wenn ich deine Rufnummer zurückrufe, geht's nicht. Die existiert nicht. Ich kann eine E-Mail schicken mit sämtlichen Informationen. Schau mal gut an, nimm dann Zeit. Ja, das muss aber auf der Webseite stehen. Eine E-Mail nützt mir nichts. Es muss auf der Webseite stehen. Pflicht. Vorschrift. Und wenn ich deine Nummer zurückrufe, dann kommt kein, existiert nicht. Okay, das ist lustig. Weil wir haben natürlich was für diese gefährliche Antwort. Ne, die Nummer existiert nicht. Ist das schon, ja? Also es existieren nur Rufnummern von Betrügern nicht. Absolut nicht. Pass mal auf, ich schicke dich ja ein E-Mail mit sämtlichen Informationen, du machst deine eigene Entscheidung, ob das passt es. Am besten ist E-Mail über mein Coinbase-Konto machen. Ja, ist ja klar, das Coinbase-Konto, das nutzen alle Betrüger. Okay, ich höre dich, alles klar. Ich schicke ein E-Mail, wenn du möchtest, schicke ich ein E-Mail. Also was ich gern hätte, ist, dass du deinen Job kündigst und was Vernünftiges machst. Wir sind die Traders, seid ihr nicht. Ihr seid Betrüger. Alles klar. Okay, dann verstehe ich das. Alles klar, wünsche einen schönen Tag dann. Ja, ich nicht. Ciao. Ja, hallo, guten Tag. Mhm. Ist das Herr Steiner? Ja. Guten Tag. Mhm. Guten Tag, Herr Steiner, ich heiße Leona Voss, ich rufe von Bitcoin Convert. Ich werde Ihre Transfer, ja, Deutsch sprechen, Kontomanager, okay? Einen Moment bitte. Hallo? Ja? Sind Sie Herr Steiner? Hallo noch einmal, es ist Nina am Apparat. Wie geht es Ihnen heute zu euch? Naja, eigentlich nicht so gut. Okay. So, Sie hatten ein Gespräch mit meinem Kollegen Olivia, ja?
Weiß ich nicht, wenn die so hieß, ja. Es war vor 2 Tagen. Keine Ahnung, ja, kann sein. Ja, es geht um Bitcoin-Handel, also Kryptowährungen. Haben Sie Interesse daran? Ich kann nicht Ihnen hören, ich entschuldige Ihnen. Hä? Können Sie noch einmal wiederholen? Ja. Also haben Sie Interesse daran? Ja. Okay, so Sie wollen das Handelskonto bei uns öffnen, ja? Sehr gut, wie ich das sehe, Sie sind 29 Jahre alt, ja? Ja. Okay, und haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Nee, oder? Nee. Okay, und ist es eine bequeme Zeit, also ich meine, jetzt zu sprechen? Oder vielleicht wollen Sie einen Anruf später zu bekommen? Was will ich bekommen? Anruf von mir. Na, wir telefonieren doch schon. Ja, aber ist das eine bequeme Zeit jetzt? Weil, ich weiß es nicht, also, ja, also, es ist eine bequeme Zeit, ja? Ja, die Zeit ist bequem. Okay, sehr gut. In diesem Fall, ich muss ja auch verifizieren, was machen Sie beruflich? Beruflich? Mhm. Da bin ich Würstchenwasserverkoster. Ich habe das nicht so gut verstanden, weil, also Ihre Stimme, die Linie ist sehr schlecht. So, können Sie noch einmal wiederholen? Also ich kann meine Stimme auch hören. Ja, ich sage, ich bin Würstchenwasserverkoster. Aha, was der Koster? Würstchenwasser. Ah, Würstchenwasser. Aha, okay. So, und aber wissen Sie, dass Mindestinvestition bei uns, das ist 250 Euro. Ist das okay für Ihnen? Ja. Okay, sehr gut. So, in diesem Fall, ich muss hier auch verifizieren, also werden Sie dieses Konto allein benutzen oder mit jemand vielleicht? Mit wem soll ich denn das benutzen? Also mit Ihrer Frau, Partner, Freund, ich weiß es nicht, also wie Sie es bevorzugen natürlich. Alleine, ja? Ja, das halte ich geheim. Okay. Moment. Und Sie kommen aus Deutschland, ja? Sie haben Dokumente aus Deutschland auch. Okay. Moment. So. Als Ihr Konto wird vollständig aktiviert bei uns, Sie werden 2 Services von meiner Firma bekommen, okay? Es ist Ihre persönliche Finanzberater. Ja. Sie werden einen Anruf von dieser Person bekommen, also Sie haben an mir gesagt, dass Sie haben gar keine Erfahrung. Deswegen, Sie werden Schritt bei Schritt alles mit dieser Person zuerst probieren und versuchen, um alles zu lernen, okay? Es ist total kostenlos Service, Sie bezahlen gar nicht dafür. So, der zweite Service, das ist ein automatischer Handler, ein Programm. Sie werden dieses Programm herunterladen und alles wird vollständig automatisch danach, okay? Und wie heißt das Programm? Es ist MetaTrader 5. Ah, okay. So, Sie sprechen auf Englisch auch? Ein bisschen vielleicht? Ah, okay. So, sehr gut. Sie bekommen dieses Programm von uns und natürlich alles wird vollständig automatisch sein. Also Sie machen gar nichts dafür, das System macht alles für Ihnen, okay? Ja. So, es dauert maximal 2 oder 3 Minuten am Ende des Tages, dieses Programm zu öffnen und Ihre Ergebnisse zu überprüfen, okay? Das ist alles, was Sie sollen machen. Aber Ihre Finanzberater muss wissen, was ist Ihre monatliche Einkommen. Natürlich, also nicht diese genauen Zahlen, aber mindestens, also wir müssen das wissen und verifizieren als in Ihrem Handelskonto. So. Darf ich eine fragen, was ist Ihre monatliche Einkommen? Mindestens, natürlich. Brutto oder netto? Netto. Netto. 3.800 Euro. Aha. Sehr gut. Okay, vielen Dank. Herr Steiner, jetzt also, um dieses Konto zu aktivieren, also wir können dafür ein Visa oder Mastercard benutzen, okay? Weil wir akzeptieren nicht eine Girokarte oder eine Maestro-Karte. So, deswegen benutzen Sie einen von diesen 2 Typen? Ja. Sehr gut. Und Sie wollen alles von Ihrer Seite zu machen, ja? Wie ist das verstanden? Okay. So, können Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse überprüfen? Sie haben ein E-Mail von Nina bekommen. Wann denn? Ich habe das jetzt gesendet. Ist noch nichts gekommen. Okay.
Okay, ich habe meine Kollegin auch angefragt, dieses E-Mail Ihnen zu senden. So. Vielleicht Sie können Ihre Spam oder Junk auch überprüfen. Noch nicht? Okay, ich wollte das noch einmal Ihnen senden und ich werde Ihre E-Mail-Adresse auch buchstabieren. So, es ist gerold.steiner@mbccfun.de. Ja. So, ja, es ist richtig. Von wem bekomme ich eine Nachricht? Es ist von Riona. Da habe ich gerade was bekommen. Okay, sehr gut. Was soll ich da machen? Öffnen Sie bitte dieses E-Mail. Was soll ich da machen? Haben Sie dieses E-Mail geöffnet? Mhm. Sie müssen zuerst das öffnen. Okay. Ja. Okay. Und danach, Sie werden einen Link sehen. Und Sie müssen auf diesem Link aufdrücken. Und dann? Es ist eine regulierte Zahlungsmethode. Also, dort, Sie werden oben in der Rechts auch sehen, dass wir sind von Europäischer Union Gesetz reguliert. So. Jetzt, Sie werden mit diesem regulierten Anzahlung mit Rot dieses Geld verweisen. Ja, bitte? Wo sehe ich das? Also oben in der Rechts. EU regulated. Ja, und wo kann man das nachprüfen? So, Sie müssen ein bisschen unterscrollen, bitte. Und dort, Sie werden eine kleine grüne Taste sehen. Dort ist geschrieben bei. Oder Kauf auf Deutsch. Sie müssen dort aufdrücken. Ja. Und was sehen Sie jetzt? Ein Fenster. Bitte? Ein Fenster. Terms. Ja? Ja, ist auf Ausländisch. Sie müssen diese zwei Ecken zuerst boxen. Also ich meine, Ecken markieren und Continue weiter aufdrücken. Ja, und was steht da? Okay, und jetzt, Sie müssen Ihre persönlichen Informationen dort auch sehen, ja? Nee. Nee? Was steht denn da? Okay, was sehen Sie auf dem Bildschirm? Ein Fenster. Ein Fenster? Okay, ein Fenster. Und was ist geschrieben dort? Kann ich nicht lesen, das ist auf Englisch. Okay. So, vielleicht sehen etwas zwei Ecken, um diese Ecken zu akzeptieren oder zu markieren. Und was steht da? Ja, bitte? Ich kann nicht so gut Ihnen hören. Ich entschuldige Ihnen. Ja, was steht denn da? Sie sehen diese zwei Ecken, ja? So, dort ist geschrieben, ich meine, dieses Geschäftsbedingungen, dass Sie akzeptieren und dieses Geschäftsbedingungen von dieses regulierten Zahlungsbefugnis. Ja, und was sind das für Bedingungen? Sie können alles durchlesen. Also, es ist so viele Bedingungen. Ja, aber so. Das kann ich ja nicht lesen. Warum nicht? Na, weil die Sprache, die kann ich nicht. Sie kennen das zum Beispiel, wie können das wir machen? Zum Beispiel, Sie können es übersetzen, vielleicht. Nee, ich kann ja das nicht übersetzen. Also, Sie können diese Seite nicht auf Deutsch verändern?
In diesem Fall, ein Moment. Ich kann das von meiner Seite auch versuchen, ob ich das von meiner Seite sehe. Ja. Bitte. Okay, so, vielleicht, wenn Sie es wollen, ich könnte das Bedingungen per E-Mail schicken, weil es ist so viel, also ich kann nicht Ihnen also alle diese Bedingungen also jetzt also erklären und lesen auch. So, deswegen vielleicht, ich kann jetzt das übersetzen und ich kann das per E-Mail Ihnen schicken. Ja. Ist das okay für Ihnen? Okay. Ein Moment in diesem Fall. Okay. Mensch. Okay. Ich werde das jetzt Ihnen senden. Okay. Ich habe das gesendet. Ja? Ja. Ich gucke mal. Okay. Noch nicht da. Okay. Wann kommt es? Ich habe das vor einer Minute gesendet, ich denke, wieso. Ich bin da. Okay. Ja, noch nicht da. Okay, aber es ist gesendet. Also, vielleicht kann... Bedingungen. So. Ist das nicht sonst länger? Da steht so wenig. Bitte? Da steht so wenig. Wo? In den E-Mails. Weil ich habe zwei E-Mails. Ich habe das geteilt. Es war so länger, so deswegen. Ja, ich habe zwei E-Mails Ihnen gesendet. Ach so. Ja. Ich denke, das zweite, es kommt auch. Ja, und nun? Ich habe das jetzt gesendet, also vor zwei Minuten. Ja. Beide E-Mails. Und was soll ich jetzt machen? Also, Sie wollen das zu lesen, ja? Deswegen habe ich das übersetzt und Ihnen gesendet, so. Ja. So, Sie können das lesen. Ach so, dann lese ich das durch. Ja, bitte. Thank you.
So, die erste E-Mail habe ich durchgelesen. Sehr gut. Aber die andere ist noch nicht da. Mal Moment, ich werde das überprüfen, weil ich habe das gesandt so. Ich habe noch eine E-Mail gesendet, so dass wir dann vielleicht bekommen es jetzt. Okay, so wir sollen 3 E-Mails von Leona haben. Ich gucke mal. Ist noch nichts gekommen. Okay, wir sollen ein bisschen warten, weil ja, ich habe das gefunden. Vor 4 Minuten und ah, jetzt habe ich eine bekommen. Ah, okay. Ups. Da steht aber nochmal das. Ach nee, da ist was anderes. Gleich habe ich die zweite Nachricht durch. Okay, wir müssen dritte auch dort haben. Ist schon gekommen. Da gucke ich gleich. Okay. So, und jetzt noch die dritte Nachricht. Da steht ja auch so viel drin. Okay, so, haben Sie alles bekommen? Ja, ich bin gleich fertig. Okay, sehr gut. In diesem Fall, Sie können auf diesem regulierten Zahlungsmethode diese Bedingungen akzeptieren. Nächste Seite öffnen. Ja. Jetzt bin ich fertig. Sehr gut. So, haben Sie auf dieser Seite diese 2 Ecken auch markiert und akzeptiert? Auf welche Seite? Ich habe Ihnen eine Zahlungsmethode, eine regulierte Zahlungsmethode gesendet. Ach so. Ja. Die erste E-Mail von Riona. Und was soll ich da machen? So, Sie haben also eine grüne Tasse bei Kauf aufgedrückt, ja? Ja. Okay, und Sie sollen jetzt diese 2 Ecken markieren und akzeptieren. Und dann? Und was sehen Sie auf dem Bildschirm jetzt? Passiert nichts. Sie haben Continue weiter aufgedrückt. Wenn ich das drücke, dann blinkt das Schalter und dann geht wieder weg. Ah. Also Sie können nicht diese neue Seite öffnen? Und können Sie diese Seite aktualisieren und nachher mal versuchen? Ja.
Ja, bitte. Und dann drücke ich nochmal auf bei. Ja, bitte. Dann mache ich die zwei Häkchen da wieder rein. Dann noch eine grüne Taste. Continue aufdrücken. Weiter. Nee, geht nicht. Der Knopf ist kaputt. Oh Gott, sind Sie sicher? Weil also ja, alles funktioniert sehr gut von meiner Seite. Wenn ich zwei grüne Haken reinmache und dann noch den Kreisel da drücke mit Continue, dann ist er kurz hell und dann wird er wieder dunkel zum Klicken. Aha. Geht nicht weiter. Sie benutzen jetzt Ihre Handy oder Computer? Den Computer. Das, vielleicht das ist es, weil Sie benutzen also Internetverbindung, also die Qualität ist nicht so gut oder etwas wieso, weil von meiner Seite alles funktioniert sehr gut. Das ist, ja, ich bin überrascht. Hallo? In diesem Fall machen wir es so. Ich kann alles von meiner Seite auch versuchen, wenn Sie es bevorzugen. Ist das okay für Ihnen? Ja. Sehr gut, dann ich werde alles von meiner Seite versuchen. Aber dafür, ich muss wissen, welche Karte benutzen Sie. Wie? Was für eine Karte? Mastercard oder Visa? Habe ich beides. Also, es ist viel besser, wenn Sie eine Mastercard dafür benutzen, weil es ist mir sicher. Ich meine, Sie werden einen Bankcode oder eine Sicherheitsfrage von Ihrer Bank bekommen, um diese Transaktion zu verifizieren und bestätigen. So. Natürlich würde ich Sie es bevorzugen, aber es ist viel besser, wenn Sie eine Mastercard dafür benutzen. Okay, dann machen wir es so. Wir können mit dieser Mastercard diese Transaktion versuchen. Und wenn es wird erfolgreich sein, dann ich werde einen Termin mit Ihrer Finanzberater planen. Und natürlich, also Sie werden haben, das Handel gleichzeitig anfangen. Okay? Okay, sehr gut. So, dafür, ich muss wissen, wie ist Ihr Name und Nachname auf dieser Mastercard geschrieben? Na, so wie da steht. Gerold Steiner, ja? Ohne Herr Gerold oder etwas wieso? Ja. Okay. So, und bis wann ist das günstig? Also so auf Ablaufdatum, ich meine natürlich. Ich mal gucken. Die Masterkarte ist bis 2.21. 2.21? Also 12 oder 2? 2. Einen Moment bitte. Ja. Also es ist mehr günstig. Also ja? Es war günstig bis Februar. Und dann brauche ich da eine neue? Also, es muss zum Beispiel von 12, 21 oder 11, 21, weil also Oktober, also es ist 10. Also Monat, so deswegen. Soll ich dann eine andere Karte nehmen? Ja, wenn Sie es haben natürlich, weil es ist nicht günstig. Ja, dann habe ich noch eine Visa. Okay, und bis wann ist das günstig? Die Visa-Karte? Okay, dann es ist günstig. Sie können diese Visa-Karte benutzen. So. Wie geht? Es geht, es passt. Okay. Sehr gut. So, in diesem Fall, ich soll diese Informationen alles von meiner Seite dort eingeben. Und ich muss Ihnen fragen, in welchem Stadt leben Sie? In Berlin. Berlin. Sehr gut. Okay. Und ich muss auch Geburtsdatum Ihnen fragen. Ja. Okay. Bitte sagen Sie bitte, was ist Ihr Geburtsdatum? Ja. Das ist der 17. Juli 92. 92. Moment.
1990, ja? Nein. Ah, okay. Wiederholen Sie bitte das noch einmal. 1992. 92. Hm. Okay, vielen Dank. Okay, und was ist Ihre Postleitzahl? 12055. 12055, ja? Hm. Sehr gut. Ja. Okay, vielen Dank. Und ich müsste Sie also natürlich genaue Adresse, Straßenadresse auch Ihnen fragen, so. Hm. Bitte? Ich wohne in der Braunschweiger Straße 77. Okay, Braun oder was? Ja. Okay. Hm. Braunschweiger oder was haben Sie gesagt? Braunschweiger. Ah, Schweiger. Hm. Straße und Nummer? 77. 77. Hm. Okay. Ja. Vielen Dank. Eine Minute nur. Hm. Okay. Hm. So. Vielen Dank. Ein bisschen, eine Minute bitte. Ich werde das alles von meiner Seite dort einfühlen. Und danach, Sie werden ein 6 digitale Zahlen oder 5 digitale Zahlencode von dieses regulierte Anzahlungsmethode bekommen, um Ihre E-Mail-Adresse zu verifizieren und natürlich bestätigen, okay? Mhm. So, eine Minute nur. Vielen Dank. Mhm. Meine Fresse ist die blöd, ey. Die hat wohl wirklich einen Lappenschuss. Naja, ich spiele hier mal weiter. Auf dem Tacho haben wir ja hier schon 34 Minuten. Hm. Tja, ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute hier heute schon wieder angerufen haben. Und wir haben den Callcenter so richtig schön genervt. So lange, bis wir alle meine Telefonnummern durchblockiert haben. Naja, gibt's für 2,50 Euro wieder 10 Nummern. So, mal gucken, wann die Pippi hier wieder fertig ist. Langsam werde ich wirklich müde von dem langsamen Gespiele hier. Könnte ein gutes Einschlafvideo werden, denke ich mal. Okay, eine Minute. Ach, jetzt muss ich hier wieder entbieten, sonst merkt die was. Hm. Das Plätschern übrigens, wohin war mein Kaffee? Okay, so jetzt, Sie können Ihre E-Mail-Adresse überprüfen. Hm. Sie haben eine neue E-Mail von Bit the Bank. Dort muss 5 digitale Zahlen sein und Sie müssen an mir dieses Code sagen. Ich gucke gleich mal. Okay, nehmen Ihre Zeit bitte. Hm. Ja. Währenddessen die Intelligenzbestie ihr Mikrofon aus hat und denkt, ich gucke in den E-Mails, mache ich mir jetzt einen Kaffee. Aber mit einer Hand auch nicht so einfach. Was für eine Intelligenzbestie, Leute. Tja. Wenn wir in der Geschwindigkeit so weitermachen, dann sind wir morgen noch am Telefon. Ja. So. Habe ich es bekommen oder noch nicht? Jetzt bin ich wieder am Computer. Ah, okay. Hm. Algo-Trading habe ich bekommen. Nee, es muss von Bit the Bank sein. Von wem? Bit the Bank. Von dieses grüne und weiße Farben rein, regulierte Anzahlungsmethode. Wo Sie könnte nicht dieses, also nächste Seite öffnen.
Deswegen habe ich alles von meiner Seite versucht. Ich habe diese Informationen auch von meiner Seite dort angefügt. Hm. So, ja, Sie müssen dieses E-Mail-Adresse verifizieren, natürlich. Sie müssen sicher sein, dass es natürlich Herr Steiner und niemand versucht, Ihre Geld zu stellen. So, deswegen. Ist aber noch nichts gekommen. Okay, ich werde das noch einmal senden. Eine Minute. Okay, es ist noch einmal gesendet, so. Sie können es jetzt überprüfen. Ja. Nix da. Also, Sie haben Ihre Spam oder Junk auch überprüft, ja? Soll ich da mal reingucken? Ja, bitte. Nix drin. Okay, so vielleicht Sie können diese Seite aktualisieren. Jetzt ist was gekommen. Okay, sehr gut. Ihre Karte wartet. Leider konnten wir sie bisher nicht erreichen. Um Ihre neue Karte, diese wurde bereits aktiviert, aber noch nicht beansprucht. Ja. Ah, nee, es ist, es muss von Beat the Bank sein. Nee. Ist es von Beat the Bank? Ich habe von der Volksbank eine E-Mail. Ah, nee. Auch nicht? Nee, es muss von Beat the Bank sein. Nee. Nicht da. Okay, einen Moment. Okay, es ist schon noch einmal gesendet. Ja. Ist schon raus? Es muss von Beat the Bank sein. Ja. Account Verification. Ich gucke nochmal. Okay. Nee. Nicht da. Okay, einen Moment in diesem Fall. Ich werde das an meine Technical Abteilung das verifizieren. Ja. Und nu? Bitte? Und nu? Also, und was? Ich entschuldige Ihnen. Ja, und nu? Also, wir hatten also zweimal dieses Code Ihnen gesendet, so. Vielleicht Sie können diese neueste E-Mail also überprüfen. Von Beat the Bank. Nix da. Nix da, ja? Okay, eine Minute bitte. Tja, ist ja nicht so, als hätte man nicht schon 45 Minuten verdödelt. Meine Güte, ist die doof. Tja. Vor allem die Pausenzeiten hier in dem Video sind echt krass. Die wartet und wartet und wartet und wartet und wartet und wartet. Tja. Immerhin, die meisten anderen sind schon nervös und drängeln dann. Aber die schubst noch nicht. Mal gucken. Ich habe hier wieder eine neue Betrugsseite gefunden. Cash und zahle Zusatzleistungen für deine Bonität. Und das alles sogar bei schlechter Schufa. Gib jetzt unten deine Daten ein und sichere dir eins von täglich 250 Startpaketen. Herzlich willkommen bei Phonify.me. Hier gibt es nicht nur ein nagelneues iPhone, sondern dazu noch eine echte goldene Mastercard mit bis zu 5000 Euro Cash und tolle Zusatzleistungen für deine Bonität. Und das alles sogar bei schlechter Schufa. Gib jetzt unten deine Daten ein und sichere dir eins von täglich 250 Startpaketen. Ja. Okay, wir werden das von unserer Seite fixieren. Ja. Okay. So, warten Sie bitte ein bisschen. Meine Technical Abteilung fixiert das und ich werde informieren darüber, okay? Und dann?
Und dann, wir werden diese Transaktion versuchen ohne Probleme. Also wir werden das von unserer Seite bestätigen, weil sie bekommen dieses E-Mail nicht von Bitte Bank. So. Ja. Und jetzt? Mhm. Jetzt, wir müssen 1 oder 2 Minuten dafür warten und ich werde Ihnen informieren. Also soll ich warten? Ja, 1 Minute nur, wenn es kein Problem für Ihnen ist. Nee, ist kein Problem. Ja, vielen Dank, okay. Ich hab hier schon wieder so eine ganz blöde dran. Die dödelt mit mir hier schon seit eine Stunde fast rum. 45 Minuten. Okay, Herr Steiner, es ist schon fixiert, so. Keine Sorge, bitte. Vielen Dank für Ihre Verständnis. Ja. So. Sehr gut. So, Sie haben an mir gesagt, dass Sie benutzen jetzt Ihre Visa-Karte, ja? Okay, so, ich habe hier verifiziert, es ist günstig bis 5:23, ja? Was? Ihre Karte. Das Ablaufdatum? Ja, Ablaufdatum, ich meine. Okay, dann Sie müssen an mir sagen, was ist TVV auch? Rückseite von Ihrer Karte. Eine 6. Und noch eine 6. Und eine 9. Okay. Dann, wenn es ist eine Visa-Karte, Kartennummer, es muss fängt mit Nummer 4. Und Sie können an mir auch lesen, bitte, aber ein bisschen langsam. Langsam? Ein bisschen, weil ich muss hier dort einfühlen, so. Ich muss hier keine Fehler machen, so. Okay. Okay. Bitte, Sie können jetzt also anfangen. Okay, dann fange ich jetzt an. Okay. Aufpassen. Ja, ich bin bereit. Ja. Eine 4. Okay. Dann eine 8. Okay. Dann kommt noch eine 8. Mhm. Dann kommt eine 3. Mhm. Dann eine 4. Okay. Eine 5. Okay. Dann eine 3. Okay. Dann eine 7. Noch eine 7. Okay. Dann eine 5. Okay. Noch eine 5. Okay. Dann eine 4. Dann kommt eine 0. 0. Und dann eine 5. 5. Und dann kommt eine 9. 9. Ja. Und dann noch eine 9. Okay, das ist die letzte Nummer, ja? 9, 9. Ja. Okay, ich wiederhole für Ihnen, okay? So, es ist 8443. 4537. 9. Ah, okay. Die fängt mit einer 4 an. So, 4537, ja? Okay, also. Sie haben nicht aufgepasst. Ah, okay, ich entschuldige Ihnen. Okay, es ist 4883. Ja. Und dann, es ist 4 oder 5? Dann kommt eine 4. Ja, 4, 5, 3, 7. 7, 5, 5, 4, 0, 5, 9, 9. Ja. Ist das richtig? Jetzt ja. Jetzt ja, okay. Eine Minute bitte. Ja. Okay, so, wir werden das Transaktion jetzt versuchen und wir sollen das von Ihrer Seite bestätigen, okay? So, ja. Bitte warten Sie bitte. Meine Güte, wie kann man nur so viel Zeit verbrauchen? Vor allem, ich hatte hier ständig auf Mikrofon mute. Wahnsinn. Tja. Mal gucken, wie lange die noch mitmacht.
denke mal, bei dem, was ich da alles rausschneide, schneide ich bestimmt eine halbe Stunde Pause raus. Wahnsinn, wirklich. Tja, alles Zeit, in der sie niemanden verarschen kann. Okay, so, das System hat uns gesagt, dass diese Kartennummer war nicht korrekt. Warum? So, ich weiß es nicht, vielleicht ich habe etwas nicht korrekt geschrieben. Ich werde das noch einmal für Ihnen wiederholen, okay? Ja. So, es ist 4, 8, 8, 3, 4, 5, 3, 7, 7, 5, 5, 4, 0, 5, 9, 9. Ja. Ah, ist das richtig? So, und diese Ablaufdatum, es ist 05.23, ja? Und CVV, es ist 669. Ah, alles ist in Ordnung. Ja. Okay, eine Minute. Ich habe 3 E-Mails bekommen. Von Bitbank, oder? Ja, sogar 4. Ja, bitte? 4. Ja, weil wir haben das vielmals erneut senden gedrückt. Wir hatten das nicht bekommen, deswegen, ja. Da ist der Code 69424. Okay. Vielen Dank. Geht? Es geht. Mhm. Eine Minute, bitte. Ja. Hat geklappt? Nee, es klappt nicht, weil, also, ich weiß es nicht, weil, aber wir können das Kartennummer nicht eher, also, verifizieren. Und mit die Nummer? Mit Nummer. Ja. Geht? Ich weiß es nicht, warum es geht nicht mit diesem Kartennummer. So, okay, so, noch einmal, ich werde das wiederholen, okay? So, 4883. 4537. 7554. 0599. Ich weiß es nicht. Gott. Warum wir können das nicht akzeptieren? Warum? Ich weiß es nicht auch, weil System also hat uns gesehen, dass es ist nicht korrekt. Vielleicht geht es bei betrügerischen Firmen nicht. Bitte? Vielleicht geht es bei betrügerischen Firmen nicht. Ah, Sie haben das gelügt, ja? Ja, na klar, habe ich deine Zeit verplempert. Ja, eine ganze Stunde. Schön. Ja, schönen guten Tag. Bin ich richtig mit der Team Omid? Ha, was? Bin ich richtig mit der Team Omid? Ich bin. Mein Name ist Brune. Ich bin gerade auf San Medi-Freund. Ist das richtig? Lang ist irgendwie ganz schlecht. Kann ich Ihnen gleich noch mal anrufen? Ja. Okay, ganz kurz. Ist es besser jetzt? Es ist, die Verbindung ist abgehakt oder wie? Weil ich höre Ihnen ganz gut. Ja, jetzt geht's. Okay. Also, ich bin Emma Bruni, melde mich gerade von Ihrer Anmeldung bei Bitcoiner Omid. Ist das richtig? Kann sein, ja. Also ist schon eine Weile her, vorhin irgendwann habe ich mich mal registriert. Ich verstehe. Also ich habe heute Ihre Daten bekommen. Sie haben heute den Anmeldung gemacht bei Bitcoin. Und ja. Ich rufe Ihnen, damit wir können weiter das Konto aktivieren können. Sind Sie bereit momentan? Okay.
Okay. Dann, Sie haben diese Anmeldung per Handy oder Computer gemacht, Herr Omid? Am Computer. An so beim Computer. Okay, möchten Sie das Konto aktivieren per Kreditkarte machen, Master oder Visa oder lieber per Online-Banking? Ja. Per Online-Banking? Nee. Das andere. Kreditkarte, Master oder Visa nutzen Sie? Da habe ich beides. Haben Sie beides? Okay, super. Dann können Sie bitte kurz bei Ihrer E-Mail-Adresse einloggen. Ich werde Ihnen einen Link schicken, damit Sie können dort drücken und wir können weiter ein Konto eröffnen erstmal. Und dann, wir können das Einzahlung machen, okay? Wie heißt denn die Seite? Ganz kurz, ich schicke Ihnen das per E-Mail, damit es ist sehr sicher so. Ja, aber per E-Mail dauert manchmal ein bisschen. Nein, ich habe das schon für Sie geschickt. Ich gucke mal. Wenn das nicht klappt, ich kann das für Sie buchstabieren. Ja. Also, mein Name ist Emma Brune. Nicht Braun? Brune. Emma Brune. Also B-R-U-N-E. Ganz genau. Okay. I, also am Ende I. Bruni. Genau. Okay, das Emma ist neu. Emma Brune. Ja, weil ich kenne Emma Braun. Nein, Brune bin ich. Okay. Okay, so, die Mail ist schon geschickt. Ja, mein Postfach braucht gerade ein bisschen. Okay, aktualisieren bitte Ihren Posteingang. Schauen Sie auch bei Spam, weil passiert das. Manchmal kommt auch bei Spam. Sind Sie gerade bei einem Computer? Ja. Ah, super. Bei Ihnen ist die Musik so laut. Können Sie das irgendwie leiser machen? Natürlich. Nur einen Moment bitte. Okay, ist es besser jetzt? Nee. Okay. So, haben Sie meine E-Mail bekommen? Bin jetzt gerade beim Einloggen bei E-Mail. Ah, Sie sind gerade bei Einloggen, okay. Ja. Ich habe Ihnen nicht gefragt. Es ist Ihre E-Mail-Adresse timo.omid@medetcfan.de? Ja, genau. Okay, bin ich richtig dann. So, wann haben Sie denn geschickt? Ich habe geschickt vor 2 Minuten. Noch nicht da. 6.31 Uhr. Na, 6.31 Uhr ist ja vor 12 Stunden gewesen. 6 Uhr. Ich habe vor 2 Minuten das geschickt. Ja, aber 6 Uhr ja nicht vor 3 Minuten. Das war ja dann... Haben Sie das nicht bekommen? Nee. Okay, machen wir so dann. Ich kann für Sie den Namen buchstabieren. Machen wir besser so? Okay. Okay, dann bitte öffnen Sie eine Google-Seite. Ja. Und schreiben Sie eine W wie Wolfgang. Bei Google, ja? Bei Google, ganz genau. Ja. Also W wie Wolfgang, dann E wie Emmy. Ja. B wie Bertha. Ja. T wie Theodor. Ja. R wie Richard. Ja. A wie Anton. Ja. D wie Dora. Ja. E wie Emmy. Ja. R wie Richard. Ja. S. C. Ja. A, H, also H wie Heinrich. Ja. O wie Otto. Oh ja. O wie Otto nochmal. Nochmal, ja. L wie Ludwig. Ja. .com. Ja. Webtraderschool.com, richtig? Jetzt habe ich die Google-Ergebnisse, ja. Okay, dann bitte drücken Sie Enter. Hab und ich? Sagen Sie mir, was Sie schauen. Na, jetzt Sie müssen ich... bei unserer Plattform sein.
Nee, jetzt habe ich hier die Google-Ergebnisse, so wie ich machen sollte. Ich sollte ja bei Google das eingeben. Bei der Google, Sie müssen den Namen, also webtraderschool.com schreiben, dann drücken Sie Enter und werden Sie sofort in unserer Seite sein. Na, habe ich auf Google, denn wenn man es bei Google eingibt, dann bin ich ja nicht gleich auf Ihrer Seite. Okay, dann wenn Sie Optionen schauen, drücken Sie bei dem ersten. Ja, jetzt bin ich auf so einer grünen Seite. Ganz genau, mit einer Frau ganz in der Mitte? Ja. Lesen Sie Get Started with Web Trader School? Ja. Okay, das ist unsere Seite. Wenn Sie bei Sign Up drücken, ist die neu? Neben mit Login. Oben. Ist die neu, die Seite? Bitte? Ist die Seite neu? Also wir sind seit Jahren auf dem Markt. Diese Seite, wir haben verschiedene, weil wir ein internationales Online-Trading-Plattform sind, wir arbeiten mit verschiedenen Plattformen. Mhm. Das ist unsere Seite momentan. Wenn Sie bei Sign Up drücken, werden Sie ein Formular schauen, richtig? Ja. Habe ich. Okay, dann bitte bei diesem Formular, Sie müssen das alles richtig ausfüllen. Bei Username geben Sie Ihren Namen. Ja. Das erste, also schreiben Sie Ihren Namen, dann Full Name, Ihren Nachname, Name und Nachname. Soll ich jetzt machen, ja? Ja. Drücken Sie, also es ist alles Ihre persönliche Daten. Normalerweise steht es da immer schon alles drin. Bitte? Ich sage, normalerweise steht es da immer schon alles drin. Ja, Sie müssen erstmal das Konto eröffnen. Hier werden Sie Ihre Geld schauen, Ihre Profite, wo Sie die Einzahlung können machen, auch wo Sie die Auszahlung können machen. Ja, kann man da viel verdienen? Bitte, nochmal, weil ich höre ein bisschen kaum. Kann man da viel verdienen? Also das hängt. Es hängt, wie viel werden Sie investieren. Sowieso nach der Investition werden Sie einen Termin mit unserem Experten haben. Er würde Ihnen jederzeit frische Informationen geben, wo der Börse am besten läuft, damit Sie können natürlich auch mehr verdienen. Sie wissen das schon, weil Sie haben die Werbung gelesen. Mhm. Das Interesse natürlich ist es beiderseitig. Durch Ihre Profite profitieren wir auch. Mhm. So ist das. Okay. Wo Sie sind momentan? Haben Sie das ausgefüllt? Jetzt bin ich bei Telefonnummer. Okay. Jetzt muss ich ein Passwort angeben. Passwort, geben Sie ein einfaches Passwort, zum Beispiel eine große Buchstabe, dann nur Zahlen. Und bei Konfirmpasswort geben Sie nochmal die Bestätigung. Also. Und Sie müssen auch drücken, I agree with the term of use, diese kleine Quadratchen. Ja. Es ist wichtig, also Sie müssen das auch drücken. Hier sind sogar Sonderzeichen. Jetzt bin ich da, jetzt muss ich mich einloggen, ja? Bei Sign Up einloggen, ja, ganz genau. Wenn Sie alles richtig ausgefüllt haben, geben Sie Sign Up, das ist das mit grüner Farbe. Und Sie müssen schauen, dass Sie sind erfolgreicher ein Konto eröffnet. Ja, hab irgendwas falsch gemacht. Ich komme da nicht rein mit den Daten, womit ich mich angemeldet habe. Okay, können Sie eine 1 vor Ihrer E-Mail-Adresse schreiben, also? Vor Ihrer E-Mail-Adresse schreiben Sie nur eine 1. Habe ich. Okay, dann geben Sie nochmal Sign Up. Ja. Sind Sie schon drin? Ach, nee. Also bei Login will ich rein, aber das geht nicht. Es geht nicht? Nee. Was schauen Sie? Na, Login-Seite, da komme ich nicht rein. Sagt etwas oder nichts? Na, sagt, Username is not found. Sind Sie schon bei, habe ich das alles richtig, dieses Formular? Habe ich mich gerade angemeldet, ja. Okay, kann ich vielleicht das für Sie machen? Warten Sie kurz bitte und ich werde Ihnen den Namen schicken. Ja. Warten kurz, ich meine das für Sie. Ja. Okay, Username. Okay, E-Mail-Adresse.
war alles copy-paste. Ihr Geburtstag, ich kann ein Datum geben. Sie können das jederzeit ändern. Es ist kein Problem. Ja, Geburtsdatum ist ja nicht so wichtig. Okay, dann Telefonnummer. Bei mir hat das schon geklappt. Okay. Ja, ich kann Ihnen bei Login geben Sie bitte Ihren Namen, Timo Omid. Ja. Dann bei Passwort. Ich habe Ihnen eine Passwort, eine große A. Ja. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Drücken Sie Login dann. Geht nicht. Was haben Sie denn bei E-Mail-Adresse? Bitte nochmal, nicht Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Name, Ihre, also schreiben Sie Timo Omid. Mit Leerzeichen? Bei Login, nochmal bitte. Bei Login, sind Sie bei Login, wo Sie müssen Ihre Credentials geben? Ja. Okay. Ganz kurz, ich meine erst das für Sie, ob das geklappt hat. Geht nicht. Eine große 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login. So, da. Okay. Okay. Okay, hat das geklappt. Super. Dann bitte, wenn Sie bei Login sind, drücken Sie O mit Timo. Also O mit große O. Ja. Dann Timo mit große T. Na, und mit Leerzeichen oder zusammengeschrieben? Bitte? Mit Leerzeichen oder zusammen? Nicht Leerzeichen, mit Leerzeichen. Ja. Und bei Passwort geben Sie eine große A, dann 1, 2, 3, 4, 6. Jetzt Sie müssen einloggen. Nee, jetzt sagt er nur, dass das Passwort falsch ist, aber zumindest nicht mehr der Username. Jetzt hängt es nur noch am Passwort. Sind Sie noch nicht bei drin, bei Ihrem Account? Nö. Nee. Inkorrekt Passwort. Das ist komisch, weil hier bei meinem Computer, das hat es geklappt. Also ich habe Ihren Namen bei Username. Sie müssen Ihren Namen schreiben, also O mit Timo. Dann ja. Das Passwort, die ich Ihnen gesagt habe. Sagen Sie nochmal. Eine große A. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Nee. Inkorrekt Passwort. Inkorrekt Passwort. Bei Username haben Sie O mit O, mit großer O, dann Leerzeichen, T mit großer T. Ja, ja. Vorher stand ja Username und Passwort falsch. Jetzt steht ja nur da Passwort falsch. Also das sind wir ja schon einen Schritt weiter. Klappt bei mir. O mit Timo. Passwort eine große A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ich weiß nicht, was ist dann passiert. Nur einen Moment, bitte. Vielleicht braucht es einen Moment, bis das Passwort hier ist. Nö, geht nicht. Können wir zusammen, nutzen Sie Anydesk, können Sie wir zusammen in einer Verbindung sitzen? Mm-mm. Okay.
Wie lange arbeiten Sie da schon? Bitte nochmal? Wie lange arbeiten Sie da schon? Wir arbeiten bis 19 Uhr, aber es ist kein Problem, ich kann... Nee, ich meine, wie viele Jahre Sie da selber arbeiten in der Firma? Bitte nochmal? Wie viele Jahre Sie selbst da arbeiten? Ich arbeite seit Jahren auf diesem Firma, Herr Moment. Okay. Mehr als 5 Jahre. Oh je. Nein, kurz, ich muss ganz kurz mit dem Support kein großes. Aber Sie schon, sind Sie schon drin? Ja, aber mit einem kleinen A. Mit einem großen A ging das nicht. Okay. Das Wichtigste ist, dass Sie sind schon drin. Hm. Okay, you have access to these courses according to your plan? Schauen Sie es? Ja. Okay. Dann bitte ganz oben bei Nebenkurses steht die Option Pricing. Ja. Und dann werden Sie alle unsere Kontenarten schauen. Bronze, Silber, Gold, Kostüm. Mit welchem Konto möchten Sie anfangen? Hier gibt es auch Free. Free, das ist ein Demo-Konto, es ist ein Spielkind, also. Okay. Es gibt keine Konto, also Sie werden mit diesem Free-Konto nicht profitieren. Okay. Und auch bei Ihrer Werbung, wo Sie alle Informationen gelesen haben, steht nur die Bronze, Silber, Gold und Kostümkonto. Okay. Bronze-Konto 200, Silber 500, Gold 1050 und Kostüm 3000. Mit welchem Konto möchten Sie? Natürlich, es ist Ihre Entscheidung. Ja, aber ich überlege noch, aber auf jeden Fall, das mit den 200 ist neu. 200 natürlich. Mit nee, 200 ich sage, genau das ist neu. Sonst wollen ja immer alle 250 haben. Es ist passiert, natürlich. Es gibt auch Unternehmen, das fangen mit 250 Euro an. Mhm. Gibt auch das fangen mit 200 Euro an. Ja, weil vorhin hat einer gesagt, das gibt's gar nicht mit unter 250. Nein, für das ich garantiere es Ihnen, gibt es auch mit 250, auch mit 200 Euro. Wir arbeiten auch mit das gleiche Summe. Ja, nee, weil der Mann vorhin, der hat gesagt, dass man immer 250 muss. Ja, ich weiß, weil verschiedene Plattformen muss mehr als 250 Euro sein. Ja. Aber passiert, es ist auch mit 200 Euro. Okay. Es ist das gleiche. Ja, dann. Mit 200 Euro bis 250 Euro. Ja. Bei uns momentan steht mit 200 Euro. Ja, ihr seid ja dann da billiger, dann mache ich bei euch das. Es ist billiger, okay, ja. Super. Dann drücken Sie bitte bei dem Bronze-Account, scrollen Sie unten und steht die Option Buy Now. Schauen Sie? Mhm. Okay, Sie müssen diese Daten füllen nochmal, bei Ihrer First Name, also Ihr Name. Nachname, Company, Sie müssen das nicht drücken, es ist nicht, es ist optional, also, bei Country, es ist Germany, Town, der Stadt, wo Sie wohnen, ja, Postcode, es ist Ihre Postleitzahl, füllen Sie bitte das richtig aus. Und dann, wenn Sie bei Payment Method sind, sagen Sie mir Bescheid. Geht nicht weiter. Ah, doch jetzt. Also bei Payment Method, sind Sie? Ja. Okay, drücken Sie bei CC Provider 1. Ja. Dann bei Checking this Box, I set the Terms Condition, drücken Sie auch bei diesem kleinen Quadratchen. Und Place Order. Jetzt bin ich ja auf einer anderen Webseite. Sie sind auf einer anderen Seite? Ja. Okay. Cardholders Name. Sie müssen Ihre Kartendaten hier schreiben. Ihren Name erstmal und Kreditkartennummer. Ja. Und warum geht das auf eine andere externe Webseite? Das ist Ihre Kartendaten. Ja, aber warum ist denn dazu eine andere fremde Webseite? Das verstehe ich nicht.
Es ist in einer anderen Webseite. Das ist ja nicht mehr bei euch. Nein, nein, bei WebTrader ist es das. Expert, das ist die Möglichkeit, wo Sie die Einzahlung machen. Ja. Wir sind eine Online-Trading-Plattform und PayPal, wir sind Partnerschaft, also es ist das Gleiche. Ja, aber ich verstehe nicht, warum ich das auf einer anderen fremden Webseite einzahlen soll. Es ist nicht das eine andere Website, es ist unsere Website. Aber unsere Website, WebTrader, es ist für Online-Handel. PayExpert, es ist für die Einzahlung Methode. Ja, aber das ist ja nicht mehr eure Webseite dann. Wo schauen Sie das? Na, PayExpert. Ja, das ist unsere Partnerschaft. Aha. Aber das ist ja dann oben eine neue Adresse dann. Neue Adresse? Ja. Sie müssen Ihre Karte Details drücken. Ja. Hier alles ausfüllen. So hat jeder Kunde gemacht. Ja. So meint jeder. Auch wenn Sie bei einer anderen Plattform sind, werden Sie das Gleiche machen. Und auf welches Krypto-Wallet geht es dann? Mit dem Krypto, für das Thema, Sie werden mit dem Experten sprechen. Ich bin hier nur, damit Sie können das Konto aktivieren. Und dann, mit welchen Instrumenten möchten Sie handeln? Sie werden mit dem Experten sprechen. Okay, natürlich, er würde Ihnen frische Informationen geben, wo der Börse am besten läuft, bei Forex, bei Kryptowährungen, bei Aktien, bei Bitcoin, Amazon. Sie werden das mit dem Experten entscheiden. Aber das ist nur eine Kontoaktivierung. Dann, wenn Sie das gemacht haben, Sie werden morgen, weil momentan wir haben nicht mehr Zeit, wir sind im Büro bis 19 Uhr. Morgen um 10 Uhr, wenn Sie bereit sind, werden Sie einen Termin mit unserem Experten haben. Er würde Ihnen alles erklären, wer er ist, also eine Vorstellung, was wir weitermachen können. Ja. Okay. So, haben Sie dieses Formular schon ausgefüllt? Ja. Haben Sie Pay Now gedrückt? Ja. Es ist schon successful, oder? Nee. Nee. Was schauen Sie? Da steht Cancel It. Wieder nochmal? Da steht Cancel It. Cancel It? Ja. Cancel It. Cancel It. Warum? Weiß ich nicht. Normalerweise also muss das nicht passieren. Cancel it. Okay, kann decline sein, aber nicht cancel. Steht aber da. Mit welcher Karte haben Sie gemacht? Master oder Visa? Habe ich mir ausgedacht. Bitte? Habe ich mir ausgedacht. Was meinen Sie bitte? Sie haben mir gesagt, dass Sie nutzen beides, oder? Ja. Ja, mit welcher haben Sie das gemacht? Mit Master oder Visa? Mit der ersten. Master? Okay, und was schauen Sie? Cancel it. Wenn Sie eine Einzahlung machen, Sie müssen auch eine Bestätigung geben. Haben Sie eine Nachricht bekommen von Ihrer Bank? Nein. Nein. Können Sie bitte bei Ihrer App gehen? Bei Ihrer Bank? Ja, kann ich machen. Ich gucke mal nach. Okay, weil Sie müssen eine Bestätigung geben, damit kann weiter bestätigen. Ja. Entschuldigen Sie bitte. Bitte. Ja. Bei mir hat sich gerade mein normaler Menschenverstand gemeldet. Nochmal? Verschiedene? Ja, bei mir hat sich gerade mein normaler Menschenverstand gemeldet. Der hat gerade gesagt, mach das nicht. Hat es geklappt? Ja. Okay, ganz kurz bitte. Ich muss weiter bei dem Support. Dann nur eine Minute, bitte. Ja, na klar. Die Zeit kann ich mir noch nehmen. Ist ja gleich 19 Uhr. Ja, brauchen wir noch 4 Minuten. Nach meiner Uhr haben wir noch 5. Das ist eine Feierabenduhr. Es ist Feierabenduhr, ja, endlich. Ja. Wir arbeiten von 10 Uhr bis 19 Uhr, es ist ein bisschen lang. Ohne Pause?
Natürlich, wir machen Pause. Um 2 Uhr bis 3 Uhr machen wir eine Pause. Ah, okay, deswegen kommen wir so wenig an. Ja, wir machen eine Pause, weil wir müssen natürlich etwas essen. Ja. Und was arbeiten Sie für eine Schulzeit? Ich mache YouTube. Wirklich? Ja. Super, wie ist Ihr Name dann? Was? Wie ist Ihr Name bei YouTube? Das verrate ich nicht. Ah, okay. Machen Sie Vlogs oder? Was? Machen Sie Vlogs? Nee, sowas ähnliches. Ich verstehe, super. Ich selber schaue zu viele YouTube. Ja. Nein. Also, ich habe mit dem Support gesprochen und er sagt, dass es nicht, hat es nicht geklappt. Oh je. Romit. Und nun? Ja. Ja, und nun? Also, ich habe mit dem Support gesprochen. Ja. Und er sagt, dass hat es nicht geklappt. Das ist ja ärgerlich. Okay, haben Sie bei PayNow gedrückt? Und dann, was haben Sie das geschaut? Und jetzt kommt Ihr Your Order. Sie, normalerweise, wenn Sie eine Investition tätigen, Sie müssen auch einen Code zurücknehmen bei der Bank, damit Sie bestätigen, dass haben Sie das Investition gemacht. Ja. Haben Sie einen Code bekommen? Ja. Okay, dann bei dem Code bitte. Sie müssen es bestätigen, dass Sie. Okay. Sind Sie bei, kommen Sie aus Armenien? Ja. Ach so. Mit dem Armenian, ich weiß nicht, aber der Support hat gesagt, das klappt nicht. Warum? Können wir vielleicht mit Online-Banking, nutzen Sie Online-Banking? Mm-mm. Nutzen Sie nicht? Nee. Einen Moment. Ja. Haben Sie keine deutsche Karte? Nein. Okay, die deutsche Bankkarte haben Sie gar nicht, ne? Nee, das hat alles mein Betreuer. Ich verstehe. Okay, dann, ich werde Ihnen einen anderen Link schicken. Ja. Bei xarbor.com. Ja. In diesem Link, es ist die Möglichkeit, damit Sie können eine Einzahlung machen, es ist höher. Dann bitte, es ist schneller auch. Können Sie bitte eine X schreiben? Ein X? Wo soll ich das hinschreiben? Bei Google. Bei Google, ja. Eine X? Ja, habe ich. A wie Anton. R wie Richard. Ja. B wie Bertha. Ja. O wie Otto. Ja. R wie Richard. .com. Ja, habe ich. Schauen Sie, start your cryptocurrency journey today? Nee, jetzt habe ich hier die Google-Suchergebnisse. Bitte nochmal? Jetzt habe ich hier die Google-Suchergebnisse. Okay, dann bei der ersten Option drücken Sie dort und werden Sie mit der lila Farbe das schauen oder start your cryptocurrency journey today, eine Welt hier mit Bitcoin. Schauen Sie es? Ja. Okay. Dann, wir werden zusammen hier ein Konto eröffnen. Erstmal? Noch ein Konto. Ja, Sie müssen nochmal ein Konto hier eröffnen und Sie werden mit dem X-Arbor-Konto arbeiten. Beim Sign-up, es ist mit dem gelbe Farbe. Ja, soll ich das jetzt noch machen? Nochmal, ja. Weil es ist ja schon Feierabend. Für mich ja, aber natürlich, wir müssen damit, Sie können selber auch morgen Arbeit anfangen. Okay, nochmal Entschuldigung, bei dem Get Started, das ist das mit lila Farbe. Sie müssen erstmal
Registrierung machen. Schauen Sie ein Formular? Moment. Jetzt bin ich ja auf so einer Login-Seite. Sie müssen nochmal Get Started drücken. Es ist neben mit Sign In. Ach so. Mit dem Lila-Farbe. Geht nicht mehr zurück. Gehen Sie zurück, bei dem steht hier drauf dann zurück. Okay. Mit der Maus. Warte, da muss ich mal gucken. Es ist oben mit lila Farbe. Ja, jetzt habe ich wieder die Startseite, okay. Ja. Hm. Dann sign up to open your account. Schauen Sie das, richtig? Nee. Nee? Was schauen Sie? Da steht Get Started. Genau, first name, last name, country. Das soll ich da jetzt alles wieder eintragen? Genau, Sie müssen das nochmal ausfüllen, diese Formular hier. Ja, mache ich. Dann Sie müssen nochmal diese Quadratchen drücken. I agree with customer agreement and I'm over 18 years old. Ja, habe ich gemacht. Okay, dann bei Continue. Ja. Jetzt bin ich weiter. Jetzt muss ich so einen Code eingeben. Eine, ganz kurz, bitte. Ja. Das war ein langer Tag heute. Ich mach den Bums jetzt ja echt 12 Stunden. Man kann sich nicht vorstellen, wie anstrengend es ist, 12 Stunden am Stück mit diesen Callcentern zu telefonieren. Das ist absoluter Wahnsinn. Aber man schafft es tatsächlich auch, dass der eine auflegt und der nächste anruft. Das glaubt an keine Sau. Ich bin nur ein bisschen geduscht. Ja, okay. Danke Ihnen. Ja, die hört mich übrigens nicht. Ich kann mein Mikrofon auch stummen, aber mein Telefon nimmt mich trotzdem auf. Alter Falter. Oh. Naja. Was macht man nicht alles für die Klicks auf YouTube, ne? So. Mal gucken, wann da ein Code kommt. Okay. Sie sind schon bei Ihrem Konto, richtig? Nö, ich soll jetzt hier so einen Code eingeben. Einen Code eingeben? Hm. Das kommt bei Ihrer E-Mail. Ja, ach so. Öffnen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Hm. Habe ich auf, ja. Okay. Dann geben Sie diese Code und Sie werden drin bei dem Plattform sein. Ist noch nicht da. Noch nicht da. Mm-mm. Bei Ihrer E-Mail. Mm. Es ist eine E-Mail gekommen mit dem Nummer, also mit dem Code. Ja. Damit Sie können diese Code dort schreiben, wo es sagt, wo es gefunden ist. Wer sagt da im Hintergrund alles vor? Hintergrund alles vor? Hm. Hintergrund alles vor. Da sagt einer was vor. Eine Frau, die sagt das, was du sagst. Jetzt musst du übersetzen? Oder? Müssen Sie das übersetzen? Nee, da ist eine Frau im Hintergrund, die sagt das, was du sagst, aber zuerst. Und dann sagst du das nach. Was genau schauen Sie also? Hallo, wer ist denn da jetzt? Ja, ich bin eigentlich die Kollegin von Emma Buni. Ja, Sie waren die, die alles vorgesagt hat. Ja. So, ich werde Ihnen weiterhelfen. Ich glaube, Sie haben ein technisches Problem erfahren. Weiß ich nicht. Okay, ich werde Ihnen sowieso damit noch helfen. Was genau schauen Sie denn? Ich bin jetzt in meinem E-Mail-Postfach. Okay, haben Sie dort ein Mail bekommen von Sabo? Mhm. Schauen Sie beim Spam-Nachrichten? Ja, gucke ich auch nochmal rein. Okay.
Nee, da ist aber auch nichts drin. Wie bitte? Da ist noch nichts drin. Moment. Vielleicht, wenn Sie also Ihre Mailadresse dort eingegeben haben, normalerweise musste der Mail mit dem Code dort bei Ihnen kommen. Bei Ihrer Mailadresse. Ja. Schauen Sie es nochmal bitte kurz bei der Seite, beim Server, was dort steht. Na, hier auf der Webseite steht, ich soll auf den Code warten und per E-Mail ist noch nichts gekommen. Vielleicht den Code erneuern? Soll ich nochmal drücken, also hier auf Resend? Ja, klick mal einfach dort. Okay, habe ich gemacht. Mhm. Jetzt läuft hier so eine Uhr. Da ist was runtergefallen. Ja, genau. Ist auf einmal so leise bei euch. Ja, genau. Alle im Feierabend? Ja, weil wir arbeiten bis 19 Uhr. Ach so. Tja, nun haben wir schon nach ja? 19 Uhr. Aber ist noch nichts da. Ist noch nichts da. Nö. Moment, bitte. Ja. Die schaffen es aber auch nicht. Weite Fresse, bin ich müde, Leute. Naja. Aber, tja, die denken, die können hier noch was abholen und arbeiten bis in Feierabend. Romit? Ja? Also, wenn Sie mal nur wieder bei der Server-Seite gehen, können Sie mal noch zurückgehen? Aber wenn ich jetzt zurückgehe und die E-Mail kommt dann doch, dann ist ja blöd. Ist ja blöd, genau. Ist ja blöd, dass auch der Mail noch nicht angekommen ist, deswegen. Das bedeutet, wir müssen noch den Registrierungsformular zusammen überprüfen. Okay. Und wenn ich jetzt aber auf Go Back drücke, dann ist nicht alles weg. Das ist noch alles da, oder? Weiß ich ja nicht. Müssen wir schauen. Na, nicht, dass ich das nochmal machen muss und wir dann wieder warten. Ja, brauchen wir eigentlich. So, nee. Bei Go Back ist alles raus jetzt. Okay, das bedeutet, wir werden die Daten dann alles richtig ausfüllen. Okay. Dann mache ich jetzt nochmal. So, und Timo. Omid. So, Country. Ach ja, da war das mit dem Germany. Ja, genau. So, E-Mail-Adresse. Timo. Omid. Dann ein @-Zeichen. mdccfun.de. So, Passwort. Ein großes A. Ein kleines A. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann noch einmal. So. Und dann hier die zwei Häkchen noch machen. Genau. So, und jetzt gehe ich wieder auf Continue. Genau. Ja. Jetzt steht es wieder mit dem Code. Okay. Ganz schnell parallel gehen Sie mal auf Ihre E-Mail-Adresse. Jetzt habe ich einen Code bekommen. Jetzt, genau, diesen Code werden Sie hier eingeben. Ja, brauche noch einen kleinen Moment, mein Postfach lädt noch. Okay. So, jetzt. So, da habe ich den Code. 55933. So, ja,
habe ich mir gedacht. Das ist der alte Code. Das war der von vorher. Dann hätten wir doch warten sollen. Also der Code ist ja ungültig. Ja, das war bestimmt von dem von der letzten Anmeldung, aber nun bin ich ja zweimal. Mhm. Warte, wer dann auf diesen neuen Code? Ja, weil das dauert, weil hier kommen immer so viele Nachrichten, das dauert manchmal 10 Minuten, bis das kommt. Ich verstehe. Warten wir mal, vielleicht kommt etwas schneller. Tja, blöd, wenn wir den alten Code hier eingegeben haben. Können wir natürlich nochmal warten. Und ist ja nicht so, als hätten wir nicht schon 15 Minuten Feierabend, ne? Tja. So ist das halt als Betrüger. Ist schon ein hartes Leben. Tja, falls mich mal einer fragt, ob ich schon mal einen Betrüger gesehen habe, der Überstunden macht, jetzt ist der Fall, wo ich ja sagen kann. Oh mein, ich bin schon echt matschig in der Birne heute. Ich denke mal, ihr hört das schon an meiner Stimme. Ich kann echt nicht mehr heute. Aber wir haben 12 Stunden heute permanent am Stück Gutes getan. Aktualisieren Sie mal kurz bitte Ihr Posteingang. Ja, ich aktualisiere nochmal. Okay. Nee, ist noch nicht da. Tja. Schon blöd, wenn man dann auf seinen Feierabend verzichten muss. Ups, jetzt habe ich die Seite aktualisiert. Ups, ich habe jetzt die Seite aktualisiert. Aus Versehen. Mhm. Jetzt muss ich nochmal alles angeben. Ist ja nervig. Ich gebe nochmal ein, ja? Probier es mal. Das war wirklich nur aus Versehen. So, G, noch ein G und noch ein G und noch ein G. Jetzt sind wir bei Germany. So, jetzt. Haben wir. Dann das Passwort. So, die Frau sagte, das geht schneller mit der Seite. Ja, genau. Normalerweise muss das schneller gehen. Aber jetzt dauert es ja noch länger. Okay. Ich habe einen Vorschlag, damit wir das noch schneller machen können und so spare ich Ihr Zeit. Ja. Kann ich das Konto fertig für Sie machen? Ja. Und Sie geben mir eigentlich die Daten von Ihrer Karte und Sie bestätigen es bei Ihrem Handy, also mit Ihrem Telefonnummer. Mhm. Mach mal so. Ja. Okay, warten Sie mal dann. Also Sie werden mir die Daten von Ihrer Karte geben. Mhm. In Ordnung. Moment, bitteschön. Ja. Tja, auf jeden Fall haben wir hier eine Seite, die ist auch wieder neu. Also ich habe beide Seiten noch nicht gesehen. Aber heute habe ich echt einen Hardcore-Tag eingelegt. Ich habe mich immer wieder bei Höhle der Löwen angemeldet. Und die Callcenter haben tatsächlich immer und immer und immer wieder angerufen. Also können Sie mir jetzt die Daten von Ihrer Kreditkarte geben? Ja. Moment mal. Okay, sagen Sie mir. Von der Mastercard, ja? Ja, Mastercard. Ja. Das die 6. Nummer. Und das ist dann die 53. Mhm. 888. Okay. 51. 51. 90. Okay. Dann die 25. 25. Dann die 40. 4-0. Noch eine 0. Okay. Und die 8-4. 8-4. Okay, das ist 5-3.
Die drei Ziffer-Formnummer hinter der Karte, bitte. 888. 3x8. Und wer ist Ihr Name und Nachname auf der Karte geschrieben? Ja, so wie mein Name ist. Okay, alles groß geschrieben, richtig? Okay, Moment mal. Ja. Moment bitte. Ja. Heute haben mich auch wieder ein paar Callcenter angerufen. Die hat ein paar schöne Beleidigungen drauf. Tja, so ist das. So ein Betrügerleben ist echt schwer. Ich habe gerade mein Mikrofon aus. Die Tante ist schon 20 Minuten nach Feierabend noch da. Das ganze Callcenter ist schon ruhig. Hä? Fischstäbchen? Ja, Fischstäbchen. Ja, aber die tatsächlich, die 20 Minuten schon nach Feierabend. Ich habe die schon wieder 51 Minuten dran. Ja, die sind schon alle weg. Das ganze Callcenter ist schon ruhig. Was? Stimmt, das ist ja traurig, wenn sie jetzt mit ihr Glöckchen klingeln könnte. Naja gut, aber sie kann bei mir nicht klingeln. Wo wohnen Sie? In welcher Straße? In welcher Straße ich wohne? Ja, genau. Ja, das ist die Braunschweiger Straße. Braun? Ja. Schweiger? Schweiger, also mit G. Ah, ja, ja. Ja, und dann Straße. Okay. Und dann die 77, Gesundheit. Dankeschön. Tja. So eine nette Betrügerin, die tut mir ja schon fast leid. Das ist eine nette Stimme. Sonst haben die ja immer Stimmen wie ein Mülleimer. Ja, vor allem, die warten jetzt zu zweit, ne? Ich habe die andere gerade niesen hören im Hintergrund. Sie überprüft jetzt meine Fake-Daten. Da wird sie bestimmt gleich traurig sein, das ist schon ewig nach dem Feierabend. Naja. 53 Minuten habe ich schon auf dem Tacho stehen hier. Und auf dem anderen Tacho habe ich 19:22. Na ja, dann ist er 22 Minuten schon nach dem Feierabend da. Mal gucken, wie lange wir das noch rausgezögert kriegen. Ich bin ja mal gespannt, ob die gleich auflegt. Wann ist Ablaufdatum von Ihrer Karte? Welcher Monat? Warten Sie, ich gehe mal gucken. Jetzt bin ich gerade aufgestanden. So, das Ablaufdatum ist der März 22. Moment. 2022. Ja. März. Ja. Ziffer-Nummer ist 3x8, richtig? Ja, genau. Ich probiere es mal. Okay, schau es mal, und es ist ja auch nicht hier die Einzahlung gemacht eigentlich. Was? Die Einzahlung ist auch hier nicht gemacht. Warum eigentlich nicht? Keine Ahnung, muss etwas falsch sein mit Ihrer Kreditkarte, deswegen vielleicht sind Sie auch nicht erlaubt, diese Einzahlungen zu machen. Keine Ahnung, was. So, vielleicht können wir das nur per Überweisung machen. Von Ihrem Karte, Sie haben kein Online-Banking? Nee. Und seit wann wohnen Sie hier in Deutschland? Schon immer. Schon immer? Mhm. Sie haben bestimmt ein Bankkonto denn hier? Nee. Das ist etwas nicht zum Glauben, da Sie wohnen das ganze Zeit hier in Deutschland, Sie haben kein Bankkonto? Na, Sie wissen doch mit der Steuer und so. Ja, und? Das. Wo bekommen Sie denn Ihr Gehalt?
Naja, das lasse ich mir auf das Konto im Ausland immer überweisen. Dann kriegt es das Finanzamt nicht mit, wissen Sie? Nee, weiß ich nicht eigentlich. Ja. Soll ich die Visa-Nummer vielleicht noch geben? Dann probieren wir da. Sie haben mir schon die Daten von der Mastercard gegeben. Ja, aber wenn die nicht geht, dann nehmen wir die Visa-Karte. Ja, Visa ist nur eine armenische Kreditkarte. Wie bitte? Ja, Visa-Karte ist das armenische Kreditkarte, oder wie? Ja. Moment mal. Ist ja ganz schön kompliziert bei Ihnen. Warum denn? Naja, so viele Seiten und dann geht das alles nicht. Dann normalerweise musst du die Einzahlung erklappen. Weiß ich nicht. Mit deutschen Kreditkarten funktioniert das, aber vielleicht da Ihre Karte eine armenische Kreditkarte ist, vielleicht hat das nicht geklappt. Haben Sie schon viele deutsche Kreditkarten probiert? Ich habe das nicht probiert, sondern die Kunden haben es gemacht. Selber, selbstständig. Ach so. Dann probieren wir mit dem Visa-Karte, denn vielleicht klappt es. Okay, geben Sie mir die Daten, bitte. Ja, die Nummer? Ja. Also, die Kreditkartennummer ist dann die 4. Dann die 919. Okay. Dann die 235. Okay. Dann die 066. Okay. Dann die 192. Und die 653. Okay. CVV-Nummer? 269. Und Ablaufdatum? Ist November 26. Moment mal. Ich probiere es mal, vielleicht klappt's. Tja, die gute Dame hat eigentlich schon eine halbe Stunde Feierabend. In der Tat. Mal gucken, ob die nochmal rangeht oder ob sie einfach auflegt und das Handtuch hinschmeißt. Hallo. Hallo, guten Morgen, Herr Jürgen. Sprechen mit Jürgen? Ja. Super, freut mich sehr. Mein Name ist Leon König. Ich bin ein kleines Maklerunternehmen. Ich sehe gerade, Sie suchen sich ein passives Einkommen. Stimmt das, Herr Jürgen? Ja, schon. Alles klar. Sagen wir, haben Sie welches Erfahrung in diesem Bereich schon? Nö, gar nicht. Alles klar, ich verstehe. Auf welche Weise haben Sie Ihre Daten hinterlassen? Also haben Sie, welche sind finanzielle Pläne, finanzielle Träume oder überhaupt? Also was ist für Sie da interessant? Weiß ich nicht, Sie stellen lauter wirre Fragen mitten in der Nacht. Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. Mein Name ist Leon Kühn, ich bin Account meiner Firma Simpleway. Ich wollte mir alles besprechen und Sie zu zeigen, auf welche Weise können Sie da Geld finden. Und eine zweite Hauptaufgabe ist, mit Ihnen diese Handelskonto zu eröffnen und Sie zu zeigen, wie Sie Geld da verdienen können. Verstehen Sie das? Es gibt so ein Handelskonto, da wo Sie arbeiten werden, und auf diesem Handelskonto werden Sie überhaupt Geld verdienen. Haben Sie schon was dazu vielleicht gehört, Herr Jürgen? Ich verstehe kein Wort, Sie sprechen kein vernünftiges Deutsch. Also, alles klar, Herr Jürgen. Also, ich wollte mit Ihnen alles zuerst besprechen, auf welche Weise können Sie hier Geld verdienen. Ja. Und zu zweit, ich würde gerne mit Ihnen ein Handelskonto eröffnen. Das ist ein Konto, wo Sie dieses Geld überhaupt verdienen können. Ja, dann mach mal. Wie bitte, Herr Jürgen? Ja, dann mach. Sagen Sie bitte, was finden Sie für sich interessant in diesem Bereich? Warum haben Sie Ihre Daten hinterlassen? Wie werde ich hinterlassen haben? Weil ich die Seite interessant fand, aber du redest nur wirres Zeug. Ich verstehe kein Wort von dem, was du mir sagen willst. Es ist mitten in der Nacht und von dir kommt nur Scheiße. Soll ich mal fragen, was machen Sie jetzt? Ich bin gerade pinkeln. Alles klar. Also ich brauche nicht mal 10 Minuten Ihrer Zeit. Also Sie müssen an dieser Stelle was billiger kaufen und teurer verkaufen. Und so verdienen Sie damit Geld. Haben Sie schon was über Bitcoin gehört?
Ja, das ist ja so ein... Ja, so eine Kryptowährung vielleicht. Ja, das ist so ein, quasi ein Online-Geld, mit dem sie Geld verdienen können. Stell dir vor, Bitcoin hat vor 2 Jahren 5 Dollar gekostet. Jetzt kostet 40.000 Dollar. Stellt sich, also es gibt also ganz, die Bereich ist sehr abweichend rein. Sie können also entweder auf Kryptowährung oder auf Aktien oder auf Rohstoffen. Das haben wir schon über, ich weiß nicht, Elon Musk gehört oder über Apple. Ja. Also an dieser Stelle, Sie können mit alle also Aktien handeln. Je nachdem, was gerade Sie für sich interessant finden und je nachdem, also wie viel Geld wollen Sie verdienen. Sagen Sie bitte, wie viel Geld planen Sie an dieser Stelle verdienen? Vielleicht haben Sie welche Pläne überhaupt. Na, keine Ahnung, wie viel Geld kann man denn damit verdienen? Naja, normalerweise also 1-2.000 Euro also am Anfang, das ist also erreichbar sozusagen, weil mit Kryptowährung kann man ganz dann leicht. Wie bitte? In einer Stunde. Was in der Stunde? Na, was du gesagt hast. Ich habe Sie gesagt, an dieser Stelle können Sie also je nachdem, wie viel Zeit wo sind Sie fähig dazu auszugeben, also mindestens 1.000 Euro können Sie da machen. In einer Stunde. Was findet Herr Wurgen, was meinen Sie in einer Stunde? Na, das, was Sie gesagt haben. Herr Wurgen, ich habe Sie gesagt, wie viel Geld können Sie da verdienen? In einer Stunde. Herr Wurgen, ich verstehe Sie leider nicht, was meinen Sie darunter? Ja, das merke ich schon. Aus welchem Land kommst du eigentlich? Ich rufe Sie aus Niederlanden, Herr Wurgen. Aus was? Aus den Niederlanden. Nein, auf keinen Fall. Also in den Niederlanden kann man Deutsch. Oder zumindest also ich spreche so auf Deutsch. Ja, ich bin nicht in Deutschland geboren, aber ich kann ganz gut auf Deutsch sprechen. Ich bin in Slowakei geboren und bin nach Niederlanden umgezogen. Aus der Türkei nach Niederlande, aber man spricht Deutsch. Aus Slowakei. Ach, Slowakei. Na gut. Ja, und nun? Herr Wucke, sagen Sie mir bitte, wie viel Geld lernen Sie da verdienen? Weil es liegt daran, also wenn Sie 10.000 Euro verdienen wollen, ist es was anderes. Weil es gibt ganz viele, also unterschiedliche Methoden. Ja, na viel. Hallo, Herr Wurken, hören Sie mich? Ja, ich höre. Leider. Dann sagen Sie mir bitte, wie viel Geld lernen Sie da überhaupt verdienen? Und wie viel Zeit sind Sie da überhaupt zu investieren? Na, ich dachte, 1.000 Euro die Stunde, oder nicht? 1.000 Euro, ja, können Sie da machen. Wie viel Geld fertig sind Sie zu investieren? Weiß ich nicht, wie viel muss man denn? Also das Mindestbetrag beträgt in Deutschland nur 250 Euro. Mhm. Aber Sie können selbstverständlich mit größerem Betrag anfangen, dann also damit Sie also größere Gewinne in nächsten Zeiten bekommen können. Ja. Das haben Sie bis dahin verstanden. Also Sie wollen mindestens 1.000 Euro monatlich verdienen, habe ich Sie richtig verstanden? Nee, eine Stunde. Eine Stunde wollen Sie verdienen oder was, Herr Wurken? Was meinen Sie darunter? Also Herr Wurken, ich habe auch ganz viele Kunden und ich kann Sie leider maximal 10 Minuten leisten. Ja, also das ist schon traurig. Dann sagen Sie mir bitte jetzt kurz und knapp, was machen Sie jetzt gerade und was planen Sie überhaupt vor? Ja, das würde ich ja gerne mal von dir erwarten. Wie bitte? Also wieso ruft ihr die Leute mitten in der Nacht an und habt keine Ahnung von Tuten und Blasen und labert die ganze Zeit nur Scheiße ins Telefon, ohne dass es irgendwie Sinn ergibt? Wirklich jetzt mal. Also Herr Wurken, Sie haben Ihre Daten auf unserer Wärmeseite hinterlassen. Und es stand da, dass Sie waren einen Anruf von einem Manager bekommen. Ich bin Ihren Manager gerade von der Firma Simple, deswegen melde mich bei Ihnen. Weil Sie sind gerade unsere Kunde, das ist unser Unternehmen. Deswegen melde mich bei Ihnen, mit alles zu klären, alles zu besprechen. Auf welche Weise haben Sie da Ihre Daten hinterlassen? Brauchen Sie Geld, brauchen Sie das Einkommen, Herr Wurgen? Naja, warum nicht? Also klar, warum hinterlässt man seine Daten da, wenn man Geld haben will? Richtig, Bingo. Super, das ist richtig, Herr Wurgen. Sagen Sie mir bitte, sind Sie fertig, wie viel Geld sind Sie fertig, dazu investieren? Weil dieser Bereich ist sehr abweichungsreich. Sie können entweder 1.000 Euro oder 10.000 Euro verdienen. Aber also das war jetzt so schnell hingenuschelt und hingerotzt, dass ich nichts verstanden habe. Ich habe Sie gesagt, dieses Bereich ist an dieser Stelle ganz profitabel.
Und Sie können auf mindestens 1.000 Euro verdienen, aber Sie können auch 10.000 Euro verdienen. Deswegen frage ich nach, welche Pläne haben Sie? Naja, dann machen wir das jetzt. Herr Wogen, was machen wir jetzt? Sind Sie jetzt also, was machen Sie jetzt gerade? Ich wollte mit einfach die erwachsenen Leute sprechen. Verstehen Sie mich nicht? Ja, genau. Dann stehen Sie auf und ein bisschen wachen Sie sich auf. Erfrischen Sie sich und sprechen ganz. Na nun los, erzähl doch mal was Sinnvolles jetzt. Jetzt leg doch mal erstmal richtig los hier. Ich meine, du laberst mich jetzt hier seit 8 Minuten voll und da ist noch nichts Sinnvolles bei rausgekommen. Wo soll ich denn jetzt hingehen, auf welche Seite? Also Herr Wogen, sind Sie in WhatsApp? Ich würde Sie mit gerne einen Link schicken, damit nein, Sie Ihr Handelskonto eröffnen können. Nein, oder E-Mail. WhatsApp. Ihre E-Mail-Adresse lautet j.wurgen@gmail.com. Nee. Keine Ahnung, wo ihr die her habt, aber nee. Also Herr Wogen, Sie werden ja ein Handelskonto eröffnen. Ein Handelskonto war Ihre zweite Bankkonto, sozusagen. Aber das Prinzip ist das gleiche, aber da werden Sie handeln oder traden. Ja. Haben Sie welches Erfahrung mit solchem Bereich wie Handelskonto? Aber sag mal die Seite. Also das ist... Wie bitte? Sag mal die Seite, auf welche Seite soll ich denn gehen? Sag ich Ihnen, ich kann Sie einen Link schicken, aber hier, erstmal hören Sie mich zu, was ich Ihnen gerade erzähle. Hm. Weil es gibt eine Handelskonto, da werden Sie arbeiten. Und sogar mit einem Fachleute, weil ich bin sicher, dass Sie überhaupt keine Erfahrung haben. Und Sie wollen, ich bin sicher, dass Sie wollen ganz gutes Geld von dieser Seite rausnehmen. Und das, um das zu machen, brauchen Sie eine Unterstützung. Ja. Und solche Fachmänner werden mit Ihnen arbeiten, weil solche Leute sind darauf interessiert, dass Sie mehr Geld wie möglich verdienen können. Weil von jeder Ihrer Option sozusagen, also wenn Sie was verkaufen und kaufen, wir haben von 1-10% unserer Provision. Weil Sie werden alles auf unsere, also sagen, auf unsere Handelsplattformen machen. Hm. Deswegen, je aktiver Sie sind, je mehr Sie Geld verdienen, desto mehr Geld verdienen wir. Das arbeitet sozusagen. Deswegen, Sie können unterstützen. Was machen Sie beruflich? Wieso willst du das jetzt auch noch wissen? Das geht dich doch gar nichts an. Wie bitte? Was machen Sie beruflich, war meine Frage. Mir ist doch egal. Also, was finden Sie? Sind Sie Fachmann in diesem Bereich, wo Sie gerade arbeiten? Nein. Nein. Alles klar. Also bei uns, Sie bekommen solche Unterstützung wie ein Fachmänner. Die arbeiten damit also mindestens 10 Jahre und die sind darauf interessiert, dass Sie also Ihr Geld je mehr wie möglich verdienen können und dass Sie also alles verstehen können, also das, was Sie gerade machen. Nicht einfach so, also die Handelskonto aktivieren und los geht. Verstehen Sie das? Also Sie werden selbst diese Verantwortung tragen. Aber von unserer Seite bekommen Sie so eine Einweisung, wie Sie das richtig und ordentlich machen können. Ja. Und so funktioniert das. Ein Handelskonto eröffnen, einen anderen von unseren Experten bekommen, Handelskonto aktivieren und anfangen, um Geld zu verdienen. So ja. Kurz und knapp. Und maximal brauchen wir, wie gehen mit Ihnen mit der Freizeit? Wie viel Freizeit haben Sie täglich? Was für ein Ding, wie viel Taschengeld ich am Tag habe? Herr Urgen, wie viel Freizeit haben Sie täglich? Ich verstehe das Wort nicht. Gibt es das? Ich höre Sie gar nicht. Ich sagte, ich verstehe das Wort nicht. Ich verstehe Sie auch nicht. Meine Frage war, wie viel Freizeit haben Sie täglich? Viel. Viel, super. Viel, das ist wie viel? Ich brauche ganz genau wie eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden. Ach, Freizeit, habe ich gesagt. Ja, das versteht doch kein Wort, wie du das da sagst. Weil Sie einfach nicht zuhören. Wo sind Sie? Nehmen Sie Ihr Handy und hören Sie richtig zu. Klar, höre ich zu, aber ja, man versteht ja dein komisches Ausländerdeutsch kaum. Super, ich verstehe Sie auch nicht. Ja. So, können wir jetzt mal auf die scheiß Webseite gehen, meine oder? Meine Frage war, wie viel Freizeit haben Sie täglich? Ja, so versteht man das Wort wieder nicht. Da ist es bis hingenuschelt. Freizeit. Ja, jetzt versteht man's. Weil genau. Sie frei haben können. Ja, also so viel wie ich will. So viel wie Sie wollen. Ja. Also sind Sie fertig täglich, also maximal halbe Stunde dazu auszugeben? Ja, das ist möglich, ja. Möglich. Hm. Sagen Sie mir bitte, Ihre E-Mail-Adresse lautet j.wurgen@gmail.com.
Nein. Ist das Ihre? Dann wie soll ich Ihnen dieses Link schicken? Buchstabieren, sagen, mit dem Mund durchgeben. Warten, was mit dem Mund durchgehen? Ich ja, sagen, gesagt, sagen, buchstabieren. J.W.U. Nein, den Link, nicht meine Dings da. Nein, ich werde Sie deswegen nicht buchstabieren. Ich habe Sie gefragt, ob Ihre E-Mail-Adresse lautet so. Wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? Dann buchstabieren Sie bitte mir Ihre E-Mail-Adresse. Ist das für Sie problematisch jetzt? Nö, aber ich habe keine Lust, meiner E-Mail-Adresse. Haben Sie keine Lust? Also, was machen Sie, dass Sie keine Lust haben? Ja, gerade aufstehen. Also eigentlich. Gerade nicht. Aufstehen. Und warum gehen Sie nicht arbeiten? Sind Sie so faul? Bist du bescheuert oder was? Hast du einen kompletten Dachschaden? Pass mal auf, du Stück Scheiße. Also passen Sie auf, wie Sie mit mir gerade sprechen. Du bist das letzte Stück direkt, was es auf der Erde gibt. Weißt du das eigentlich? Aha, du machst super. Den allerprimitivsten, also, ekelhaftesten Job. Du Scheißbetrüger, wirklich. Du bist einfach nichts anderes als ein armes Würstchen, was die Leute abzockt. Ein ekelhafter Betrüger. Dann sagen Sie bitte, auf welche Weise haben Sie Ihre Daten hinterlassen? Wenn Sie so überhaupt so denken. Bekommen Sie Spaß, dass Sie Anrufe bekommen von einem normalen Unternehmen? Ja, weil ich dich Stück Scheiße auf YouTube stelle mit dem, was du hier abziehst. Wie du die Leute versuchst abzuziehen mit deinem absolut ekelhaften Deutsch. Aha, es ist, aha, also mich aha. widert das an, dass du überhaupt aha. unsere Sprache in den Mund nimmst. Wirklich. Was haben Sie gesehen? Ja, ich hab dich gehört, mitten in der Nacht. Weißt du überhaupt, wie spät es ist? Jetzt ist gerade fast um 9. Ja, fast um 9 hast, wirklich, du hast einen absoluten Lattenschuss. Man ruft auf keinen Fall um 8:51 oder noch früher die Leute an, wirklich. Zeit arbeiten gehen und nicht einfach aufgestanden sind. Ja, du tust mir wirklich leid. Aber wahrscheinlich kannst du nicht mal deine Familie ernähren mit dem dreckigen Job, den du machst. Also, Herr Wolken, ja, haben Sie recht. Ja. Was haben Sie gerade gelesen in YouTube? Ich hab dir einfach zugehört. Und da kommt nur lauter Scheiße raus. Und was haben du kannst Sie kein Deutsch. Außerdem weiß ich nicht, wie du auf die Idee kommst, dass man bei euch Geld investiert. Sowas Beklopptes gibt's doch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie man so einen primitiven Job überhaupt machen kann. Sie investieren Geld auf sich selbst? Nein, sowas nennt man Diebstahl. Verarschen, Leute betrügen. Abschaum. Ich weiß jetzt nicht, ab wann Sie das gehört haben, aber normalerweise... Ja, von dir! Du hast mir das erklärt, dass du Abschaum bist. Ich hab dir gesagt, wie Sie da Geld können. Ich hab dir gesagt, Sie werden eine Handelskonto für sich selbst eröffnen. Ja, und ich hab dir gesagt, buchstabier mir den scheiß Link und ich will von dir keine Drecks-E-Mail. Du sollst mir den scheiß Link buchstabieren. Nein, ich werde Sie gar nicht buchstabieren. Ja, bist du, weil du dazu so blöd bist, weil du das nicht kannst, Analphabet. Scheiße. Was? Aha, aha. Ja, das denken Sie super. Ja. Aber ich verstehe Sie manchmal auch nicht. Ja, das verstehe ich auch, dass du uns nicht verstehst. Das ist sogar gut so, dass du uns nicht verstehst. Kannst du die Leute nicht so gut bescheißen, ne? Bist du zu blöd für. Herr Wurgen, was machen Sie gerade? Warum sind Sie gerade aufgestanden? Warum können Sie nicht arbeiten? Tja, ich gehe nicht arbeiten, weil ich nicht arbeiten gehen muss. Du hingegen scheinbar schon. Ach so. Unter welches Einkommen wohnen Sie, wenn Sie nicht arbeiten gehen Kumpel, wollen? Kumpel, ich brauche von dir kein Einkommen. Ach so, brauchen Sie kein Einkommen? Ach so, und auf welche Weise suchen Sie sich das Einkommen? Ich weil suche gar nichts. Können... Ihr sucht ja scheinbar ein paar Idioten. Ich suche hingegen nichts. Wir suchen klügste Leute, die damit Geld verdienen Ach, wollen. Hör auf, Scheiße zu erzählen. Das riecht mich auf, wie ihr die Leute belügt. Und das mitten in der Nacht hier auch noch. Aha. Abschaum. Aber Abschaum, Betrüger. Betrüger. Herr Wogen, hören Sie damit auf? Nein, du bist Betrüger, Abzocker. Abzocker. Haben Sie das ausprobiert? Wie können Sie mir beweisen, dass ich also in solches Richtung überhaupt arbeite? Sagen Sie mir bitte. Ja, wie können Sie mir weil das du beweisen? Absolut scheiß Deutsch sprichst, ja, keine Ahnung hast und mir den verkackten Link nicht mal durchsagen willst. Das machen nur Betrüger. Auf welche Weise soll ich Ihnen unsere Links schicken? Mit dem Mund durchbuchstabieren. Nein, ich werde Sie nur in diesem Fall machen. Ja, bist du dazu zu blöd oder was? Was? Nein, weil Na ich dann sag, kann nicht Kopf denken. Ich würde nicht egal jemandem unsere Links schicken. Das ist unsere private Sache, das ist unsere eigene Webseite. Ja und? Dann kannst du den ja auch sagen, wenn du den schon per E-Mail schicken willst. Oder bist du zu blöd zum Buchstabieren?
ich werde sie gar nicht per E-Mail schicken. Ich werde sie niemals was buchstabieren. Ja. Wenn sie mich jetzt gerade nicht verstehen wollen. Ja, weil du Abschaum bist. Du bist absolut Abschaum, so wie du versuchst, die Leute zu abzuzocken. Scheiß Abzocker. Abzocker. Ich freue mich auf Ihre Aussage, Herr Wunder. Scheiß Abzocker, mehr nicht. Aber sagen Sie mir bitte, was machen Sie jetzt gerade, dass Sie kein Geld haben? Ich habe ja nicht gesagt, dass ich Geld habe. Ich habe nur gesagt, dass ich es nicht nötig habe, noch mehr zu verdienen. Nicht nötig habe, noch mehr zu verdienen. Aber welche Weise haben Sie Ihre Daten hinterlassen? Ja, weiß ich doch nicht, wie ihr an die, wie dreckig ihr an die Daten rangekommen seid. Was? Weiß ich doch nicht, wie dreckig ihr an die Daten rangekommen seid. Von mir habt ihr nicht. Denken Sie selbst nach. Sie haben vor einer Stunde Ihre Daten auf unserer Wärmeseite hinterlassen. Bist du bescheuert? Vor einer Stunde habe ich geschlafen, du Klops. Also, Herr Hogan, ich sehe das auf meinem Computer. Ich ja, auf deinem Computer steht lauter Scheiße, aber nicht die Wahrheit. Aha, nicht die Wahrheit. Wollen Sie mir sagen, dass Sie jetzt gerade mir die Wahrheit sagen? Ich glaube Sie nicht. Also, was ich dir sagen will, ist, dass du ein Betrüger und ein Abzocker bist und dass du es nicht wert bist, dass man dir zuhört. Na, welche Weise haben Sie Ihre Daten hinterlassen, wenn Sie so skeptisch auf dieses alles angestellt sind? Mit dem Zauberstab. Heiche Wedel. Sagen Sie, wann haben Sie Ihre Daten hinterlassen? Ja, wann haben Sie Ihre Wärmeseite hinterlassen? Vor einer Stunde, wo ich noch nicht schlafen habe. Okay. Haben Sie das gestern gemacht? Ich dachte vor einer Stunde. Ich dachte, du siehst da alles, Mensch. Bist du schlau? Ich frage Sie nach, wenn Sie das gemacht haben. Ich dachte, abschauen. Ich habe das mit dem Zauberstab gemacht. Da habe ich mit dem Wutschen und Wedeln. Also Herr Wuggen, sprechen Sie ein bisschen lauter. Lauten? Ja, Moment, ich muss gerade mal meine Zigarette hier auffüllen. Ich bin hier oben gestiegen auf so eine elektrische. Das soll ja wenigstens ein bisschen gesünder sein, als die ganze Zeit so Krebsdampfer zu rauchen. Mit dem Befüllen nervt aber immer noch ein bisschen. Außerdem kann die Scheiße unterwegs auslaufen. Ich höre Sie gar nicht. Optimal ist das. Können Sie nicht lauter sprechen? Ich kann lauter sprechen, ja. Ja, sprechen Sie ein bisschen lauter, ich höre Sie gar nicht. Ja. Als wäre das noch wichtig. So, was willst du denn jetzt? Ich habe Sie gefragt, wann Sie diese Daten hinterlassen haben. Weiß ich nicht, vor einer Stunde das war. Müsstest du ja wissen. Ich weiß, dass Sie haben das vor einer Stunde gemacht. Genau, vor einer Stunde. Aber wenn Sie mir sagen, das war nicht so, dann... Ja, war es ja auch nicht. Das? Vor einer Stunde habe ich geschlafen. Haben Sie geschlafen? Eben. Ich freue mich. Dann was sagen Sie jetzt dazu? Was für ein... Was sagen Sie jetzt an dieser Stelle dazu? Was soll ich denn dazu sagen? Von wem haben Sie das überhaupt gehört? Dass dieser Bereich also so gefährlich ist? Ich habe nicht gesagt, dass der Bereich gefährlich ist. Ich habe nur gesagt, dass du ein Scheißbetrüger und Abzocker bist, so wie du dich gibst. Naja, wenn Sie jetzt gerade so sagen, aber wie ich habe dir gesagt, ich mache mit Ihnen gar nichts. Sie aktivieren und machen das alles selbst. Das heißt, Sie haben was von diesem Bereich gehört. Mm-mm. Weil Sie werden an diesem Bereich selbst arbeiten. Nicht mit mir. Warum machst du eigentlich den Job? Fachmänner. Ja, warum machst du den Job eigentlich? Warum mache ich sie? Weil ich das will. Mhm. Weil ich will arbeiten gehen, ich will Geld verdienen, nicht wie Sie. Naja, aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn du schlau wärst, ne, dann würdest du doch die 250 Euro in euer komisches System selbst reinstecken und dann bräuchtest du doch gar nicht mehr arbeiten, weil warum solltest du jetzt noch arbeiten gehen? Dann erzähl mir das. Sie, also in dieser Welt brauchen Sie immer Geld. Naja, aber ich dachte, du hast hier so ein tolles System, wo man mit 250 Euro reich werden kann, dass man da gar nicht mehr arbeiten gehen braucht. Warum machst du das noch? Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie überhaupt nicht arbeiten, später in Zukunft nicht gehen müssen. Selbstverständlich, Sie müssen arbeiten gehen. Aber das kann einfach ein passives Einkommen sein, Herr Burger. Ja, das ist ja Blödsinn. Das ist gar kein Blödsinn. Wenn ich zu Hause bin, ich mache das auch allein. Aber das ist also nicht so großes Einkommen. Das ist einfach als hintere Unterstützung. Mhm. Dann erzähl mir mal, wo eure Firma registriert ist. Ohne aufzulegen. Erzähl mir mal, wo die Firma registriert ist. Mit der richtigen Nummer. Dann gucke ich mal rein bei der BaFin. Wo die Firma registriert ist, in Niederlanden. Brauche ich mal die Nummer, die Registrationsnummer? Auf welche Weise soll ich Ihnen dieses Nummer sagen? Und auf welche Weise soll ich unsere private Sache jetzt was sagen? Das ist ja nicht, das ist ja keine private Sache. Die Nummer dazu seid ihr verpflichtet, mir die zu nennen. Wo ihr registriert seid und reguliert seid. Selbst,
selbstverständlich. Na, aber dann ich schieß bin los. Verpflichtet, Ihnen das zu mitteilen. Nein, doch, da bist du verpflichtet, aber na, ganz, nein, da bin na, ich aber nicht ganz klar. Sagen Sie bitte meine Pflichten nicht, ich weiß meine Pflichten. Deine Pflichten sind es, anständig Deutsch zu lernen, denn schließlich habe ich das Recht drauf, als Deutscher auch auf Hochdeutsch verarscht zu werden. Hochdeutsch, Sie sind Hochdeutsch, ich freue mich, aber Ihre Pflicht ist grad nicht mit allen Leuten so, also unhöflich zu sprechen. Soll ich dir eigentlich mal sagen, was passiert, wenn man deine scheiß Telefonnummer zurück...